Presence of a legend with many faces. Loathed by many, admired deeply by others, her name is still taboo in Germany. Leni Riefenstahl, the most influential filmmaker of the Third Reich, the last great surviving image maker of the Nazis. A film about Leni Riefenstahl can content itself with updating the old prejudices, or it can attempt to deconstruct her myth and to look at it afresh. A feminist pioneer or a woman of evil. One thing is certain, she is still the most famous female film director in the world. This film will approach her without preconceptions. Was fühlen Sie, wenn Sie diese Bilder betrachten? Ja, eigentlich, als wenn die Person, die auf diesem Bild ist, nicht ich bin, irgendeine Schauspielerin. Diese Unschuld, dieser Enthusiasmus und später vom Gipfel des Ruhms, der Sturz, die große Enttäuschung. Wie sehen Sie das heute? Ach, gut. Das ist schon so lange her. Das habe ich schon so lange überwunden, dass ich mich damit gar nicht mehr befasse. Das ist bei meinem Alter, Sie, denken Sie mal, ich bin in diesem Jahr 90 Jahre alt. Da sind das schon Jahrzehnte wieder vergangen. Es war eine schlimme Zeit, ja, aber ich habe das, es ist wie eine andere Welt. Ich lebe nicht mehr in dieser Vergangenheit. Ich wollte eigentlich nur versuchsweise auftreten, wie weit ich mich eigne, überhaupt diesen Beruf zu ergreifen als Tänzerin. Und dann kam ein so enormer Erfolg. Ich wurde sofort von Max Reinhardt engagiert, von Prag, von Zürich, und das war wie ein Rausch. Thank you.
Zahler Dorfplatz. Es war eine unglaubliche Sache. Dieser Bahnhof hier am Nollendorfplatz hat eigentlich mein Leben total verändert. Ich stand damals hier und wartete auf einen Zug. Ich hatte eine Verabredung bei einem Arzt, weil ich eine schwere Knieverletzung hatte und nicht mehr tanzen konnte. Und war ungeduldig, weil der Zug, so erschien es mir, zu spät kam. Und als er endlich kam, sah ich plötzlich ein Plakat. Und als ich anfing zu lesen, Berg des Schicksals, sah ich dort eine Männergestalt, die über einen Kamin schritt. War ich so fasziniert, dass ich den Zug verpasste. Der Zug fuhr weiter und ich stand immer noch an derselben Stelle und schaute Berg des Schicksals, Kino, Mozartsaal am Nollendorfplatz. Das war hier der Nollendorfplatz. Ich vergaß Arzt, vergaß alles und ging also ins Kino. Mountain of Destiny, directed by Arnold Fanck, was the first feature film in the history of the cinema to set its drama high in the mountains. When she saw it, the film was to change Riefenstahl's life. Fanck had invented an evocative new genre, the mountain film. Es war ein total anderer Film, ein Pionierfilm. Es gab noch gar keine Bergfilme. Es gab damals auch noch keine so bewegten Aufnahmen. Die Wolken zum Beispiel lebten und bewegten sich. Das hat es damals noch nicht gegeben. Da war Fanck ein Pionier und die Zeitlupenaufnahmen und vor allen Dingen die Beleuchtung, das Gegenlicht und die Bildeinstellungen, das war alles künstlerisch. Das war also weit, weit der Zeit voraus. Man merkte sofort, ohne viel vom Film zu verstehen, dass das eine ganz besondere Kunstform war, die ich dort zum ersten Mal auf der Leinwand erblickte. Riefenstahl immediately set off in search of Fanck and, quite by chance, met his leading actor, Louis Trenker, in a hotel in the Dolomites. Da kam sie und hat gesagt, sie will im nächsten Film die Hauptrolle spielen mit mir. Mhm. Aber ich spinne. Mhm. Dann hat sie mir ein schönes Foto gegeben. Das Foto habe ich dem Fanck geschickt. Ich habe ihm geschrieben, lieber Fanck, diese Frau ist sehr schön. Und sie will unbedingt im nächsten Film mit mir den Film, den sie machen, spielen, die Hauptrolle. Aber ich sag, das sind Spinnereien von euch, machen Sie das weiter. Beidigen das Bild von Riefenstahl. Fanck was smitten and so fascinated by her that he asked her to play the starring role in his next film. Ich hatte mir auf der Bühne beim Tanzen das Knie schwer verletzt und so schickte ich ihm Fotos und Kritiken. Ich hatte, die fantastisch doch waren. Und aufgrund dieser Kritiken, vermute ich, und dieser Bilder, besuchte er mich in der Klinik. Und zu meiner Überraschung überbrachte er mir ein Manuskript. Und da stand drauf, der heilige Berg, geschrieben in 3 Tagen und Nächten für Leni Riefenstahl. Dann kam der Brief von Fanck, du bist ein Spinner. Das wird die größte Schauspielerin Deutschlands. Und sie wird spielen den heiligen Berg. Die große Rolle mit dir. Schau, dass du mit dir gut auskommst. Das Drehbuch verlangte, dass ich mich von einer Lawine verschütten lassen muss. Und das war wirklicher Wahnsinn, dass wir das gemacht haben. Ich kann Ihnen mal die Stelle zeigen, die so ähnlich war. Schauen Sie, da oben, die Felsen. An so einer Felswand haben wir gestanden, vielleicht noch etwas steiler. Wir
Ich musste warten, bis eine Lawine mich verschüttet. Ich konnte mich gerade nur mit den Händen festkrallen am Felsen und warten, bis eine Lawine runterkam. Und nicht nur einmal, sondern gleich zwei, dreimal. Heute sagt man, es ist ein Wahnsinn. Aber damals hat Frank eben alles wirklich von uns verlangt. Hier habe ich zum ersten Mal Regie geführt. Seitdem wir damals hier die Aufnahmen gemacht haben, sind 66 Jahre vergangen. Ich werde die nie vergessen, die Szene, denn es war nicht nur meine erste Regiearbeit, ich war auch zum ersten Mal hinter der Kamera und habe kurbeln müssen. Damals gab es ja noch keine elektrischen Kameras. Und ja, alles wunderbar gegangen, aber es passierte ein Unfall. Denn im Augenblick, wo ich mit der Kurbel anfange, die Szene zu drehen, gab es einen schrecklichen Krach. Eine Fackel explodierte, ein Knabe stand neben mir und es gab eine große Flamme. Mein Gesicht verbrannte, ich drehte weiter. Ich spürte den Schmerz, die Flammen drehte noch zu Ende. Und als das fertig war, guckte ich in den Spiegel, sah, wie alles schwarz war hier, rannte fort. Und erfuhr, dass auch ein kleiner Knabe auch fast verbrannt hatte, aber er konnte gerettet werden. In the Berlin of the early 1920s, war profiteers and black market millionaires flaunted their wealth. But for most of the people, life was wretched. Many were starving, soup kitchens and food queues were a common sight in the streets. Social unrest was rife. Berlin, 60 years later. For this film, Leni Riefenstahl and her companion of many years, Horst Kettner, visit the legendary UFA film studios in Babelsberg. This is where all the classic German silent films were made. Während dem Gehen fährt die Kamera mit Ihnen mit und Sie erzählen, wie Sie damals zum ersten Mal diese Studios erlebt haben, was da los war. Im Gehen? Ja, langsam gehen, geht es nicht? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich spreche doch nicht im Gehen. Naja, Sie könnten aber im Gehen. Nein, habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie, solange ich lebe, im Gehen gesprochen. Ich bin doch kein Geist. Aber ich sage nur, ich kann im Gehen nicht sprechen. Ich träume oder auch wenn ich träume, liege ich oder sitze ich. Aber im Gehen kann ich nicht sprechen. Aber es hat mir doch keiner gesagt, das heißt, ich soll in jedem Fall dabei sein. Nein, Moment, ich habe das schon angehört. Und jetzt würde ich ungefähr so eine Frage stellen und dann würden Sie jetzt antworten, während wir da so langsam hinterfahren, so ungefähr. Ja, aber dann würden Sie können ja nicht rückwärts gehen, dann müsste ich so sprechen. Hier wäre na hier, ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Es war sehr beeindruckend. Es wurden damals drei große Filme hier gedreht. Fritz Langs Metropolis mit Brigitte Helm, Murnaus Faust mit Camilla Horn und unser Film, Der Heilige Berg. Allerdings, wir waren in einem kleinen Atelier. Aber hier in dieser Halle, wo ich auch später meine Aufnahmen für Tiefland gemacht habe, waren damals einfach fantastische Dekorationen aufgestellt und hunderte von Komparsen. Hatten Sie Kontakt zu den berühmten Regisseuren von damals?
Zu lang nicht, aber zu Mona. Frank wollte, dass ich mich als Gretchen vorstelle, der damals den Faust drehte. Und ich hatte mir eine Perücke besorgt mit langen blonden Haaren. Frank wollte unbedingt und glaubte, dass Mona mich nehmen würde. Aber Mona war schon interessiert. Ich kam auch in die engere Wahl. Aber schließlich fiel die endgültige Entscheidung doch auf Camilla. Leni Riefenstahl never became a star tied to the studio. From her first film, she was drawn over and over again away from Berlin into the mountains. Das war mein Lieblingsgebiet. Es gibt hier kaum eine steile Wand, kein Gipfel, wo ich nicht oben war. For these mountain films, the actress from Berlin had to learn to ski and rock climb and quickly became a skilled mountaineer. She even climbed without ropes and in bare feet for the cameras. In those days, mountain climbing was still an activity practiced exclusively by men, but Riefenstahl never had any difficulty asserting herself. Later on, she would become the only woman to play a significant role in the rise of National Socialism. Ich gucke dahin. Also kann die Berge nur als Totale von hinten mit mir gebracht werden und was ich erzähle, muss so gebracht werden. Anders geht es doch gar nicht. Wenn Sie hier vom Klettern sprechen wollen, kann ich nur mit dem Gesicht zu den Felsen sein. Das kann ich Ihnen ja gar nicht sagen. Sie müssen aber zur Zeit, müssten wir näher dran sein. Nein, gar nicht. Das bringen Sie ja extra. Sie können ja doch unabhängig, wenn ich spreche, mit Ziele die Wand bringen. Sie können ja das einschneiden. Ja. In der Total sind die Berge so klein. Ja, klar, aber wir brauchen trotzdem eine Totale. Nein, das kann man nur filmisch lösen. Das muss man nur anders filmisch lösen. So kann man das nicht lösen. Wenn Sie mich, dann sind die Berge so klein, haben sie überhaupt keine Wirkung. Sie können das nur durch Schnitte machen. Sie können das nie in einer Einstellung kriegen. Ja, nicht, dass es wieder heißt, ich mache einen Hitlergruß. Den Bergen gegenüber, genau, ja. Aufnahme. Das dort, das ist die berühmte Ostwand im Rosengarten. Oberhalb des Gipfels, eine Seillänge unter dem Gipfel, mussten wir bivakieren. Wenn ich runtergeschaut habe, habe ich ein paar Lichter gesehen von den Hütten. Vielleicht unbewusst war es deshalb so faszinierend, weil man alles vergessen hat, alles. Die Sorgen, die Probleme, man musste aufpassen, um nicht runterzufallen. Es ist ein sehr, sagen wir mal, ein Sport, der von Kopf bis Fuß den ganzen Körper in Anspruch nimmt und ein Gefühl der Freiheit vermittelt. Man ist so ganz eng verbunden mit dem Fels, mit der Natur, mit den Bergen. Und wenn Sie dann den Gipfel erreicht haben, dann sind Sie so selig, so glücklich, dass Sie einfach nur den Wunsch haben, das möglichst oft zu erleben. For the best of Arnold Fanck's mountain films, Riefenstahl persuaded the director to hire the famous stunt flyer Udet, and to bring in as co-director one of the great names in German cinema, W.G. Pabst.
Ja, weil Funk ein wunderbarer Regisseur für Freilichtaufnahmen, für Naturaufnahmen war. Und Papst war ein fabelhafter Regisseur für Spielfilme. Und da habe ich die beiden zusammengebracht. Und das ging wunderbar. Es war ein Pis-Palü mit einer der Gründe, warum der Film so ein Welterfolg wurde. These shots are from a home movie, filmed by a member of the crew on the Mortarach Glacier near St. Moritz. Wenn der Papst zu mir sagte, Leni, schau rechts, dann habe ich links geschaut. Und wenn er links sagte, schau dich rechts, dann sagte er zu mir, Leni, du bist doch nicht die Regisseurin, du musst als Schauspielerin gucken, nicht durch die Kamera. Und da war er der Erste, der sozusagen mich darauf aufmerksam machte, dass ich Talent zur Regie habe. An entire rock face was iced over to create the illusion that the glacier had moved into the valley. Working with Funk was always a mental and a physical challenge. Also, die Aufnahmen beim Pitz-Palü, wo wir auf dem Eisband sitzen, das war bei 28 Grad minus. Seit 50 Jahren war es nicht so kalt im Engadin gewesen. Und wir mussten nachts arbeiten, sitzen und dann bekamen wir noch durch die Maschinen Schneesturm ins Gesicht geblasen. Dann müssen wir ihn festbinden, sonst stürzt er sich hinunter. Er war ganz anders als Funk. Der Funk hat eigentlich gar nichts angegeben. Da musste man das so alleine machen, rein improvisieren. Aber Papst hatte eine genaue Vorstellung. Er hat es praktisch etwas nicht vorgespielt, aber doch den Schauspieler in diese seelische Stimmung gebracht, die er brauchte. Etwas sehr Wichtiges. Man vergaß eigentlich die Kamera. Man wurde plötzlich diese Person, die man darzustellen hatte. Filming with Arnold Funk, Riefenstahl and Louis Trenker were themselves learning how to direct. Funk was a perfectionist, a stickler for details, even when his actors were being tested to the limit. Oh, daran dürfen Sie mich gar nicht erinnern. Das war einfach, das war nicht schlimm, das war grausam. Funk hatte vor, dass ich hochgezogen werde und eine Lawine über mich stürzen sollte. Das habe ich abgelehnt. Ohne mich, habe ich gesagt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann hat er gesagt, Lenischen, pass mal auf, wir machen gar keine richtige Lawine. Wir tun nur so ein bisschen Schnee runterlassen. Also er hat so gut zugeredet und hat mir noch ein kleines Trinkgeld versprochen. Schließlich habe ich mich also da überreden lassen, wurde eingewickelt in Seile. Oben saßen die Kameraleute und dann hieß es los. Da wurde ich hochgezogen. War ich 2-3 Meter in der Höhe, rasselten Eisbrocken und eine richtige Lawine über mich. Ich schrie, mir traten die Ohren, mir in die Augen weh und fang immer weiter, weiter, weiter. Und dann haben die mich noch über die Kante oben gezogen. 4 Wochen hatte ich grüne und blaue Flecke. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe den Funk gehasst. In 1920s Berlin, the National Socialists were parading through the streets,
and a young fanatic named Goebbels was gaining notoriety with his inflammatory speeches. As the struggle for power raged between the rival parties, the Babelsberg studios decided to try and take on Hollywood. In the studio, now named Marlene Dietrich Hall, Riefenstahl furthered her education when she met Joseph von Sternberg. Sternberg nahm mich jeden Tag mit ins Atelier, so lange, bis es auf Marlene zu viel wurde. Ich mochte sie sehr, ich verehrte sie. Sie war etwas sehr Ungewöhnliches, aber sie war sehr eifersüchtig. Und dann gab es eines Tages einen ziemlichen Krach im Atelier, hat sie provoziert. Es war diese berühmte Szene, wo sie auf dem Fass sitzt und das Lied singt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und da hat sie mich also sozusagen wohl durch vulgäres Benehmen aus dem Atelier ekeln. Und da hat Sternberg das bemerkt, eingegriffen. Und da hat sie verlangt, dass sie nicht mehr spielt, wenn ich noch ins Atelier komme. Er hat gesagt, Leni, du bist das ganze Gegenteil von Marlene. Ihr seid beides besondere Geschöpfe, aber ganz entgegengesetzt. Und so wie ich Marlene geformt habe und aus ihr dieses wunderbare Geschöpf gemacht habe, mache ich es auch von dir. Man hat dich überhaupt noch nicht entdeckt. Ich bedauere es unendlich, dass ich damals, als er mir das Angebot machte, nach Hollywood zu gehen, nicht gehen konnte. Der Grund, ich war damals, hatte eine sehr starke Bindung an einen Mann, den ich nicht verlassen wollte. Und aus diesem Grund, dem einzigen Grund eigentlich, habe ich es zu verdanken oder zu betrauern, dass ich nicht nach Hollywood gegangen bin. When von Sternberg later saw Riefenstahl's own first film, he was able to make a more precise judgment about her. Ja, hatte sich mit mir den Film Das blaue Licht angeschaut. Und da spiele ich ja die Rolle der Junta, ein unschuldiges, naives Naturkind, was asexuell ist, also in der Wirkung und auch sein soll. Und Marlene war ja der Typ, der Sextyp, erotisch und eine Sphinx, ein Star, ein Superstar, elegant. Und er meinte eben, dass ich das absolute Gegenteil von Marlene wäre. Und das stimmt ja auch scheinbar. While Riefenstahl made films for Hitler, Dietrich chose to emigrate. In his memoirs, von Sternberg makes no reference to Riefenstahl. In the streets of Berlin, the Nazis were still struggling to win elections. Hitler, waiting in the wings, was certainly ready. But was Germany? Doch die Deutschen können, da ich doch selber Deutsche bin. Die wollten auf Führer und die haben auf Führer bekommen, ja? Nicht? Denn wir alle Deutsche sind doch so. Wir wollen auf Führer. Ich war und wieder dieser grässliche Hitler gekommen ist, da haben die doch gesagt, ach, wie wunderbar, das hat Führer. Dass jemand mir sagt, mach so, mach das. Naja, da ist schon was dran, was Marlene sagt. Es war bei uns auch in der Schule und im Elternhaus Disziplin Numero eins. Das stimmt schon, muss ich ihr recht geben. Ich könnte mir schon denken, dass die Deutschen also sehr gern jemand hätten, wo sie glauben, dass es ein Vorbild für sie sein könnte. Dass sie sich ganz gern führen lassen, das glaube ich schon. While the Germans rallied around their new Führer in ever-increasing numbers, Riefenstahl set off again for the mountains. In the South Tyrol, she made her first film, a romantic fairy tale which she produced, directed and starred in.
This rocky peak in the Brenta Massif of the South Tyrol is transformed by Leni Riefenstahl's camera into a mysterious presence, mythical and Wagnerian. The girl holding the crystal is an outcast, a witch. Der Kristall, das heißt, die Kristalle sind eigentlich symbolisch das Thema vom blauen Licht. Junta, die Rolle eines unschuldigen, wilden Bergmädchens spielt, war fasziniert von dem Licht, von der Grotte. Es gab in den Bergen eine Kristallgrotte, die nur Junta kannte und die man nur sehen konnte, wenn das blaue Licht bei Vollmondnächten in diese Spalte hineinschien. Dann schimmerte das Blau. Symbolisch das Ideal, was man nie erreicht, aber immer sich wünscht und erträumt. Das ist das Thema von Blaulicht. Warum haben Sie für Ihren ersten Film einen Märchenstoff gewählt? Eigentlich deshalb, weil Dr. Funk für seine Themen, die ja realistisch waren, märchenhafte Landschaften gemacht hat, wenn Sie sich erinnern. Und das fand ich immer einen Stilbruch. Die märchenhafte Landschaft und die realistische Handlung passten für mich nicht zusammen. Da ich aber auch die schöne Landschaft liebte, das Märchenhafte, das Malerische, dachte ich mir, es würde besser passen, wenn ich da auch eine märchenhafte Handlung hineinnehme. No one in the film understands her power over the mysterious mountain, her access to the precious stones. Ich habe, bevor ich bei Funk gearbeitet habe, als Tänzerin schon Manuskripte geschrieben, allerdings keine Drehbücher. Nun lernte ich Karl Mayer, den bekannten Dramaturgen, den Besten, der den Murnau-Film, die Murnau-Filme geschrieben hatte, und Béla Balázs kennen, der damals als der beste Drehbuchautor galt. Und die waren so begeistert von dem Stoff, dass sie mir gute Ratschläge gaben und Balázs sogar ohne Honorar mitmachte. Balázs hat die Dialoge geschrieben, ich die optischen Szenen. Und so war das eine ideale Zusammenarbeit. Hier sehe ich zum Beispiel, dass ich den Wasserfall eingezeichnet habe, die Sonnenstellung. Und hier steht 7.10 Uhr früh. Die Aufnahmen müssen bis 8 Uhr beendet sein. Das heißt, es steht sogar die Optik mit der 7,75er Brennweite. Es ist alles vermerkt. Haben Sie also jede Szene vorher ganz genau schriftlich festgelegt? Jede Szene durch die Kamera eingestellt, das Licht bestimmt und alles ganz genau vorher geprobt. Es lief alles wie am Schnürchen. Wir haben sogar von jeder Szene eine Bildprobe gemacht, das heißt das Negativ entwickelt, um zu sehen, ob wir es noch verbessern können. Also es lag ganz großer Wert auf die Qualität der Bilder, ja. Riefenstahl was a perfectionist and would only settle for the best. For her first film, she ordered a special lens to be sent over from Hollywood and asked the labs to develop a new film stock for the night scenes. Die
habe ich gemacht, indem Aqua für mich ein besonderes Material damals gemacht hat, das sogenannte spätere R-Material. Und wenn man das mit einem roten Filter aufnimmt, dann ist das, wird blau, dunkel, fast schwarz. Und so konnte ich ohne Scheinwerfer die Kletteraufnahmen als Nachtaufnahmen machen. Es war ein Experiment. Und der Sieger sagten, war ich die Erste, die an den Originalplätzen in der Kirche gedreht habe. Also nicht aufgebaut, die Spielszenen, sondern in der kleinen Kirche im Sarntal habe ich während des Gottesdienstes mit dem Geistlichen die Aufnahmen machen dürfen und gemacht. Und die Stuben habe ich im Museum gemacht von Bozen. Das heißt, sämtliche Aufnahmen in Räumen sind damals in einem Spielfilm zum ersten Mal an Originalstellen gefilmt worden. Als er fertig war und ich den Film der Aqua vorführte, die den Verleih hatte, waren die gar nicht begeistert. Und ich war auch nicht begeistert. Ich war enttäuscht. Der Film hatte nicht die Wirkung, die ich mir vorgestellt habe. Dann bin ich zu Frank gegangen, habe ihm das gezeigt. Da hat er gesagt, Leni, kommst du morgen zu mir, dann werden wir das verbessern. Da sind noch einige Schwächen und Längen drin. Als ich am nächsten Tag zu ihm kam, hatte er meine ganze Kopie in hunderte von Schnitten zerschnitten und es vollkommen umgeschnitten. Ich war entsetzt, denn es hat auch nicht gewirkt und war kaputt. Die ganze Arbeit war umsonst. Riefenstahl's steely determination enabled her to conquer not only rock faces, but also to overcome all obstacles in her career. The fight in the editing room was to prove the first of many. And she always got her way. Dann habe ich mich mal erst ein paar Tage ausgeheult und dann habe ich angefangen, neu zu schneiden. Aber diese Operation war sehr heilsam. Ich habe, obgleich mir der Schnitt nicht gefallen hat, weil ich mir ganz anders vorgestellt habe, doch so wirksam, dass ich vieles mir gemerkt habe, was Frank gemacht hatte, worauf ich nie gekommen wäre, diese Unterschneidung der Szenen und so weiter. Das zu oft zerschnitten. Ich habe aber gesehen, es war schlecht, wenn ich es nicht zerschneide. Und ich habe das übernommen, aber in dem Rhythmus, wie ich es für das Thema des Films für richtig hielt. Das habe ich vorher nicht gemacht. Wenn ein Regisseur eine Aufnahme macht, da geht jemand lang, da kommt er nicht ohne weiteres auf die Idee, die zu zerschneiden, die Szene. Besonders wichtig war das in der Mondnacht, wo die Bauern die Türe schließen. Ich hatte das zuerst so geschnitten, der schließt die Tür, der schließt die Tür und der schließt die Tür. Das war normal und logisch. Aber Frank hatte das anders gemacht. Er hatte angefangen, die eine Tür zu schneiden, der andere hat sie weitergemacht, der dritte wieder so und ist zurückgegangen. Und dieser Wechsel hat das so interessant und spannend gemacht.
Das war ein ganz besonderes System. Das habe ich sofort intuitiv verstanden und habe das auf mein Thema übersetzt. Das heißt, ich habe es alles langsamer gemacht, aber doch nicht so langsam, wie ich es vorher gemacht habe. Und da habe ich gelernt. Machen Sie doch die Fensterläden nicht zu. Bei diesem schönen Wetter. Hier ist Vollmond. Ah, das blaue Licht. Und diese Junta, die in dem Film so eine Art Hexe darstellte, habe ich wie in einer Vorahnung in meinem Leben nachgespielt, das heißt nacherlebt. Junta wurde geliebt und wurde auch gehasst. Und ich möchte sagen, so ist es mir auch ergangen, geliebt und gehasst. Und wie diese Junta ihre Ideale verloren hat durch das Zerbrechen der Kristalle, durch den Verlust der Kristalle, so habe ich meine Ideale nach dem Ende dieses furchtbaren Krieges auch verloren. Insofern war dieser Film eigentlich eine Vorausahnung meines eigenen Schicksals. Kontakt zu den Nationalsozialisten damals? Ja, als ich das blaue Licht wusste ich von deren Existenz überhaupt nichts. Habe ich nicht mal den Namen Hitler gekannt. Wie Sie meinen, während der Zeit, wo ich am blauen Licht gab, da habe ich keine Ahnung gehabt. Überhaupt nicht. Und als Sie dann der Filmjournalist Ernst Jäger in einem Gespräch auf Hitler aufmerksam gemacht hat? Da sagte er mir, gehen Sie heute in diese Versammlung der Nationalsozialisten, und das habe ich gar nicht verstanden. Ich sage, wieso? Ich war noch, was soll das? Ja, da ist doch, heute spricht doch Hitler in Berlin, im Sportpalast. Ja und, sagte ich, sagte, wissen Sie, ich habe so das Gefühl, wenn Sie ihn hören würden, das könnte Ihr Schicksal werden. Habe ich gelacht, sag ich, wieso soll das mein Schicksal werden? Sagte mir Jäger, der also ein Gegner der Nationalsozialisten war, was ich aber nicht wusste, hatte keine Ahnung. Ja, sagte er, das würde ich Ihnen doch raten. Und da wurde ich neugierig und bin hingegangen. Und das war eben mein Schicksal, ja. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meint, es müsse und nun ein Wandel kommen, und er kann nicht und immer wieder muss er euch da fehlgerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden, es geht nicht, ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesem unharten Zwang beugen. Es war eben so, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine politische Versammlung gesehen. Es war für mich ungeheuer beeindruckend. Ich wurde mitgerissen von der ganzen Stimmung und ich hatte damals von Hitler einen faszinierenden Eindruck. Und daraufhin, aufgrund dieses Eindrucks, habe ich ihm einen Brief geschrieben und wollte ihn kennenlernen, weil ich mir dachte, na, ist das vielleicht der Mann, der Deutschland retten kann? Mir sagte der Adjutant, als ich ihn fragte, wieso habe ich eine Antwort bekommen, sagte mir der Herr Brückner, ja, der Führer war begeistert von ihrem Tanz an das Meer im Heiligen Berg. Das hat ihm so gefallen. Welchen Eindruck hatten Sie dann, als Sie persönlich mit ihm zusammen waren? Ja, interessant. Er war das Gegenteil von dem Eindruck, den ich im Sportpalast hatte. Im Sportpalast wirkte er wie ein Politiker, der also die Leute begeistert oder versucht zu begeistern. Und dort wirkte er eigentlich wie ein ganz bescheidener Privatmann, von dem man gar nicht sich vorstellen konnte, dass der Massen bewegen konnte. Er wirkte sehr natürlich, sehr einfach und bescheiden. Also machte einen sympathischen Eindruck. Als ich ihn das erste Mal auf Plakaten sah,
fand ich ihn ausgesprochen hässlich. Aber als ich ihn dann im Leben traf, ihm gegenüber sind, war das verschwunden. Da hat man diese Züge oder diesen Schnurrbart und so gar nicht wahrgenommen. Da ging eine sehr große Ausstrahlung von ihm aus und da war das nicht mehr so der Fall. Aber als Mann hat er mich überhaupt nicht interessiert und fasziniert. Sie hatten das Gefühl, dass er eine Art dämonische Suggestivkraft hatte. Ja, das habe ich schon in der Kongresshalle gespürt und noch stärker bei der persönlichen Begegnung, dass er eine Ausstrahlung hatte, die irgendwie hypnotisch wirkte. Und das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Ich wollte ja nicht meinen eigenen Willen, meine Freiheit verlieren. Und da habe ich damals schon das Gefühl gehabt, möglichst mich nicht in diese Atmosphäre zu begeben, weil das den freien Willen leben würde. Sie hatten also jetzt einen Eindruck von der Person. Was für einen Eindruck hatten Sie von seinem politischen Programm? Na, das kannte ich noch gar nicht. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte auch gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, denn ich musste am nächsten Tag schon nach Grönland. She was soon being typecast. In this big Hollywood production, Leni Riefenstahl once again plays the part of the beautiful daredevil, the plucky rescue pilot in the Arctic. She embodied an ideal which Hitler was cleverly to exploit. Übrigens hat er damals gesagt, wenn wir einmal an die Macht kommen, dann müssen Sie meine Filme machen. Ich habe das ja nicht ernst genommen und habe auch gleich dagegen protestiert und gesagt, ich kann nur machen, was ich gerne machen möchte. Und ich bin vor allem Schauspielerin und ich möchte schöne Rollen haben. It is precisely these roles which created the image of Riefenstahl that Hitler so admired. The heroic superwoman, the queen of the mountains enthroned high among the peaks. Beyond the reach of the masses, an idol, a myth, larger than life. In other words, exactly what Hitler himself so much wanted to be, but so conspicuously lacked the artistic talent to achieve. Da hat er gesagt, ja, also wenn Sie einmal älter sind und reifer sind, dann werden Sie vielleicht meine Ideen verstehen, von denen ich damals noch nichts wusste. In January 1933, Hitler became Reichschancellor with immediate consequences. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich... As ever, at the crucial time, Leni Riefenstahl was absent. Filming in the Swiss Alps. Von der Bücherverbrennung haben wir nichts erfahren, denn es gab damals noch kein Fernsehen. Das habe ich alles nachträglich erfahren, wie ich zurückkam. Und vor allen Dingen meine Freunde, die ich hatte. Sind ja emigriert dann schon. Da habe ich eben die Briefe schon vorgefunden in meiner Post. Die hatten mir geschrieben und da war ich todunglücklich drüber. Als ich dann den Auftrag bekam, zu Hitler zu kommen, habe ich ihn daraufhin angesprochen. Und sein Gesicht hat sich sofort verdüstert. Und er hat gesagt, ich bitte Sie, Fräulein Riefenstahl, über dieses Thema mit mir nicht zu sprechen. Das heißt, Sie haben versucht, das zum Thema zu machen? Sofort, als erstes. Ich habe als erstes das versucht. Und habe gemerkt, dass er darüber nicht möglich ist. Es war gerade so weit, dass er gleich seinen Adjutanten rief und dann bat, dass ich rausgeführt wurde. Also ja. Er war nicht bereit, mit mir darüber zu sprechen. Clearly, something in Germany had fundamentally changed. Did the brutal boycott of Jewish shops give her no cause to doubt? How could she have overlooked what she saw around her in Germany? Und gerade meine Freunde,
die also emigriert sind. Das waren drei oder vier gute Freunde, vor allen Dingen Manfred Georg. Der hat mir gesagt, ich soll durch, ich soll bleiben. Gerade die, die bleiben, sollten verhindern, dass sich ein Antisemitismus ausbreitet. Wir sollten also sozusagen ein Bollwerk dagegen sein. Und wir hatten alle gedacht, das ist nur eine Wahlpropaganda, das ist im Augenblick, das wird sich widerlegen, und haben eigentlich diese große Gefahr nicht vorausgesehen. Sie hatten damals Mein Kampf gelesen. Hat Ihnen das die Augen geöffnet über die wahren Ziele des Führers? Nein, nein, das war sehr interessant. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber einige Kapitel. Und da gab es Dinge, die mir sehr gefallen haben. Alles, was über die sozialen Probleme handelte, denn das war ja überhaupt der Grund, warum, glaube ich, Hitler damals so viele Anhänger hatte. Die 6 Millionen Arbeitslose, die Not, das hat mir, was über die Rassen oder Rassentheorie stand, das hat mir natürlich missfallen. Da habe ich auch Bemerkungen gemacht auf dem Buch, das Hitler später zufällig dann in die Hände bekam. Da habe ich gesagt, ja, gut oder schlecht, nicht gut und so weiter. Also ich habe das ganz getrennt. Wie hat er da reagiert auf diese Kritik? Da hat er gelacht. Goebbels' Diaries for the year 1933 give the distinct impression that Riefenstahl was on good terms socially with both Hitler and with Goebbels. Und welche Beziehung hatten Sie zu Propagandaminister Goebbels? Die schlechtesten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist mir vor der Machtübernahme, wo ich ihn mal kennenlernte, eigentlich in einem Fahrstuhl im Hotel Kaiserhof, sind wir zusammen raufgefahren, hat er mich verfolgt. Er wollte mich unbedingt haben als Frau. Er wollte mich zu seiner Geliebten machen und so weiter. Und er war ganz und gar nicht mein Typ. Ich hatte gar keine Zuneigung zu ihm. Und das hat er mir also nie verziehen, diese Ablehnung. Und das hat sich später immer mehr verschlimmert. Er war eigentlich, ich möchte sagen, beinahe ein Feind. Ja, aber wenn man Goebbels Tagebücher aus der Zeit von Anfang 33 liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte. Also diese müssen Sie mir mal vorlegen. Das habe ich noch nie gelesen. Kein einziger Satz, aus dem hervorgeht, dass ich da ein- und ausgehe. Das ist reine Fantasie. Saw Leni Riefenstahl this afternoon, suggested a film about Hitler to her. She was enthusiastic. In the evening, to Madame Butterfly with Magda and Leni. Und Anfang 33 war ich überhaupt nicht bei ihm. Nie, hat er auch nichts gesagt. Drove back with Hitler in the evening. Later, at home, Philipp von Hessen and Leni Riefenstahl called. Very nice. Ich war nicht einmal, auch nicht in Schwanwerder, wo alle da waren. Sämtliche, die heute noch leben. Ich war nicht eingeladen, ich war nicht mal eingeladen. Saw a film with Hitler starring Hans Albers. Terrible rubbish. Gerda, Maria and Leni Riefenstahl were there. Three beautiful women. Ich bin so aufgeregt, was Sie da gesagt haben, das ist ja unglaublich. Ja, ich kann es Ihnen zeigen. Ich habe gesellschaftlich ein aus den Tagebüchern steht drin, das steht doch überhaupt nicht drin, das ist doch nicht wahr, Herr Müller. Sie können es mir zeigen, bitte zeigen Sie mir, wo das drin steht, dass ich gesellschaftlich da ein- und ausgegangen bin. What to believe? The diaries of Goebbels or the memories of the last surviving witness? Goebbels war ja ein Meister der Lüge. Nuremberg. The imperial castle of the Holy Roman Emperors, the Kaiserberg. A place of special significance for Hitler. In his imagination, Hitler saw himself in the tradition of the German emperors and, like them, based his ideal of the Führer on an image of the Roman Caesars. That's why the congresses of the Nazi Party were organized in Nuremberg. Today, very little remains of the Nazi buildings. The popular enthusiasm for the big parades is no longer comprehensible. This is where the great march pasts took place, involving as many as 100,000 men. Riefenstahl's film of the 1934 Party Congress was the turning point in her life. It changed everything. Later congresses were filmed by other directors,
but they have long been forgotten. Heil Adolf Hitler! Der erste Film sollte der Film werden, es sollte nur einen geben, es sollte nie zwei geben oder drei, nur einen einzigen Parteitagfilm. Nur wurde der erste im Jahre 1933, der konnte nicht fertiggestellt werden oder nicht gedreht werden, sondern nur sehr wenige Meter, weil wir gestört worden sind. Es war keine Vorbereitung da, die Partei wollte nicht, dass wir den Film machen, der ein Auftrag von Hitler war. Der Film wurde boykottiert. Until recently, Riefenstahl's first film of the Nazi Congresses in Nuremberg, Victory of Faith, was thought to have been lost. Many doubted that it had ever actually been made. Also grotesk es klingt, die Partei, die den Film machen sollte, hat nicht gewollt, dass ich ihn mache. Und Sie sind auch bei den Schade, wir sind wieder bei diesem Thema. Da sind Sie aber reingerutscht. Ja, es ist eben klar, das ist sehr schwer zu trennen. Das kann man doch wegschneiden, ist doch nicht so schlimm. Das ist sehr schwer zu trennen, das ist so wichtig, über die ich gerne spreche und ausführlich, aber doch, Nein. Schau bei diesem scheiß Licht doch nicht. Meldet dem OSSA-Führer ein Wunder. In those days, Hitler and Ernst Röhm were still partners in the struggle for power. Die Parade vor dem Führer angetreten! Heil SA! Ja, aber Sie haben angefangen vom ersten Film zu sprechen, vom Sein. Dann dürfen Sie nicht von die Filme, da muss ich sagen, was der erste Film ist. Dann dürfen Sie nicht von dem den ersten sprechen und vom zweiten. Vom zweiten haben Sie gesprochen, Sie, ja, aber vom ersten haben Sie gesprochen. Ja, das ich wollte ja nur vom nein, ersten reden. Nein, vom ersten konnte ich gar nicht, habe ich ja fast nichts gemacht. With its amateurish shots of Hitler and rather elementary camera angles, Victory of Faith is, perhaps understandably, a film Riefenstahl is very reluctant to talk about. To this day, she is annoyed about the conditions in which she had to film and which made it impossible for her to achieve her usual perfection. Nein, da muss ich Ihnen nur erklären, dass der erste Film nicht ein Parteitagfilm, sondern nur, dass das nur Aufnahmen waren, die ich dann zusammensetzen musste, weil Hitler das wollte, komme ich auf Hitler rauf und gar nichts mit der Technik mehr zu tun hatte. Die richtige Technik, da können Sie nur vom Triumph des Willens sprechen. Also im ersten Film war gar keine Technik in dem Sinne? Nein, haben wir doch gar keine vorbereitet. War ja nicht, ich bin ja erst hingekommen, als der Parteitag schon da war. Da muss ich Ihnen noch erklären, warum. Da muss ich Ihnen sagen, lieber Herr Müller, ich konnte nichts machen, weil die Partei es verboten hat und mir es nicht mitgeteilt hat, wer Hitler einen großen Krach mit dem Goebbels hatte. Sprechen, muss ich doch sagen, erwähnen etwas, warum ich beim ersten gar keine Technik überhaupt nicht angewendet. Sie können ja alles sagen, was Sie wollen. Nein, das will ich aber diese wichtigen Sachen hier nicht sagen, zum Donnerwetter. Not only was the camera work shoddy, but the organization of the event itself seemed uncharacteristically chaotic. The Nazis had not yet learned how to march like Nazis. It is quite obvious that both Hitler and Riefenstahl were still trying to get it right. Da ist ja auch nichts gemacht beim ersten Film, Herr. Da sind ein paar Szenen gedreht worden, wie jetzt wir hier rumlaufen, ein paar Szenen, und die wurden zusammengesetzt. Haben Sie das nicht selber geschnitten? Doch, ich musste es zusammensetzen, aber ich hatte kein Material. Ich hatte ja kaum Material. Eine Gemeinde!
However, some sequences already have the characteristic Riefenstahl touch. Der Herkunft, des Standes, des Berufes, des Vermögens, der Bildung, eine Gemeinschaft, die sich zusammengebunden fühlt, vereint fühlt, in einem großen Glauben. In places like this, the mark of Riefenstahl was unmistakable, the dramatic intensity pumped up by the composition and the editing. Nicht für Beruf und nicht für Klasse, sondern vereint für unser Deutschland. Der Auftraggeber war zufrieden. Naja, die waren ja auch mit jeder Wochenschau zufrieden. Hauptsache, es waren Hakenkreuzfahnen drin, ne? Also das hat ja nichts zu sagen. Der Film, ich musste ihn ja auch schneiden. Das wurde ein Kurzfilm, der also, sagen wir mal, aufgeführt wurde in irgendeinem Theater. Ich weiß es nicht mehr, in welchem Theater. Und Hitler, und denen hat das gefallen. Für die war das natürlich schon interessant. Aber nicht befriedigend, denn Hitler bestand darauf, dass ich ihn im nächsten Jahr mache. Und Sie waren auch nicht zufrieden damit? Na, für mich war das überhaupt kein Film. Für mich war das ein etwas belichtetes Material. Again and again, one can see clearly that Hitler was not yet in sole command. Beside him, and on the same level, stands his stormtrooper commander, Ernst Röhm. Shortly afterwards, Hitler had him assassinated. An attempt by the party to boycott her filming angered Riefenstahl so much that she immediately complained to Hitler. Ich habe genau erzählt, was los war. Und Goebbels war dabei. Wie können Sie sich vorstellen, was sich da abgespielt hat? Goebbels ist weiß geworden wie Kreide, Hitler wütend, außer sich, und hat gesagt, das wird nie wieder vorkommen, Sie werden den Film im nächsten Jahr machen. Ich habe gesagt, ich kann es nicht, ich werde es nie wieder machen. Also für mich stand damals fest, dass ich das nicht mehr machen würde. Und ich bin heulend davon gelaufen und kam, wie ich nach Hause kam, bald danach kam ein Anruf, ich musste zum Goebbels ins Ministerium. Und das war genau das Datum, an dem der Goebbels damals nach Genf gefahren ist, um zu erklären, dass Deutschland aus dem Völkerbund austritt. Darum weiß ich das Datum noch. Also ich kam in sein Büro im Propagandaministerium, da schrie er mich an, wenn Sie ein Mann wären und nicht eine Frau, dann würde ich Sie jetzt die Treppe runterschmeißen. Sie sind eine ganz gefährliche Frau, es ist unmöglich, kommen Sie mir nie mehr unter die Augen und so weiter. Und so ist das ausgegangen. Und alles, was später kam, kam aus dieser Quelle, aus diesem Hass. In 1934, Riefenstahl was back, filming in Nuremberg. This time she was given a free hand, a triumph of her own will or a pact with the devil. Heute ist es ganz leicht, sowas zu denken. Natürlich, wenn man weiß, was dieser Mann angerichtet hat und was er schreckliche Dinge getan hat oder durch ihn geschehen sind, dann ist das klar. Das stimmt, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Aber vorher wusste man das ja nicht. Dass Hitler wahrscheinlich war eine schizophrene Figur. Er war Teufel und das Gegenteil. Er war vielleicht beides. Und damals hat man nur diese eine Seite zu sehen bekommen und nicht diese schreckliche, gefährliche Seite. Ich wollte ihn auf keinen Fall machen, weil ich spielen wollte und weil ich mir diese schreckliche Arbeit nicht antun wollte. Ich war nicht dagegen aus politischen Gründen.
Auf keinen Fall. Also das hatte damit nichts zu tun, sondern einfach, ich wollte was anderes machen, wollte nicht das machen. Aber ein Wunsch von Hitler war auch ein Befehl damals, oder? Ich wollte sagen, ich hätte mich sehr schwer entziehen können. Es wäre fast unmöglich gewesen. Und dann habe ich einen letzten Versuch gemacht, indem ich schnell mit dem Auto nach Nürnberg gefahren war, weil ich hörte, Hitler ist dort. Und da traf ich ihn bei einer Besprechung mit Speer und seinen Leuten, hat er Pläne gehabt. Und da hat Hitler zu mir gesagt, Fräulein Riefenstahl, schenken Sie mir nur 6 Tage Ihres Lebens. Das sind nur 6 Tage. Ich möchte gern, dass der Film von einem Künstler gemacht wird und nicht von einem Parteifilmregisseur. Ich würde es machen, habe ich gesagt, wenn Sie mir versprechen, dass ich nie wieder einen Film für das Reich, für Sie oder für die Partei machen muss. At vast expense, Riefenstahl made Triumph of the Will, which to this day is regarded by film historians as the best propaganda film of all time. Riefenstahl has always maintained that the making of this film was just a job, which she performed to perfection. Als ich meinen Dokumentarfilm begann und anfing, überlegte ich mir, was kann ich machen, um etwas Besseres zu machen als die Wochenschauen. Und die Wochenschauen waren ja damals im Jahre 34, wo ich den Triumph des Willens aufnahm, statisch. Es gab ja also nur Aufnahmen, unbewegte, keine Fahraufnahmen. Und ich überlegte mir, das Wichtigste ist, die Aufnahmen bewegt zu machen, dann sind sie interessanter. Darum haben meine Kameraleute angefangen, mit Rollschuhen Aufnahmen zu probieren und vor allen Dingen sehr viele verschiedene Standpunkte. Nun gar nicht wie ein Dokumentarfilm, sondern wie ein Kunstwerk, was er ja auch sein soll. Diese künstlerische Verdichtung, wie haben Sie denn die erreicht? Ja, das ist ein Gefühl, was für Bilder, die Übergänge zu finden zu Bildern, eine Verbindung von einem Blick zu einem anderen oder von einer optischen Farbskala, Grautönen zu den anderen. Das heißt, es ist wie eine musikalische Komposition. Und ganz wichtig ist dabei, dass man, wenn man einen Höhepunkt hat, diesen Höhepunkt an die richtige Stelle des Films setzt, damit sich der Film ständig steigern kann. Halt! Arbeitsmeldung! Halt, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Musste ich natürlich am Schneidetisch hunderte Mal ausprobieren. Ich habe also über 5 Monate an dem Film geschnitten und in dieser, zuerst waren es 12 Arbeitsstunden, dann waren es 14, dann waren es 18 und zum Schluss waren es 20 Arbeitsstunden. Das heißt, ich konnte in dieser Zeit nichts anderes machen, als am Schneidetisch sitzen und versuchen, eine Lösung zu finden, damit es keinen Ruck gibt, damit es auch wirklich fließend ist und damit es interessant ist. Das musste ich durch 100 Versuche ausprobieren. Kamerad,
Woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Führer. Ein Reich. Deutschland. Diese künstlerische Verdichtung, diese Intensivierung und Steigerung, von der Sie sprachen, die hat man Ihnen ja später zum Vorwurf gemacht, indem man das Glorifizierung nannte. Ja, schon, wahrscheinlich. Gott, die Leute, die das machen, die hätten es mal selber machen sollen. Ich meine, man kann entweder eine Wochenschau machen, das wurde ja auch gemacht, die gab es ja, oder man konnte versuchen, aus dem Material einen Film zu machen, der interessanter ist als eine Wochenschau, ohne Aufnahmen zu stellen. In Flandern, im Westen, im Osten, im Süd, zu Lande, zu Wasser und in den Wolken. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen! Ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Film, was sonst normal wäre, kein Kommentar verwendet worden ist. Es ist kein Kommentator da, der irgendwie etwas erklärt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es sich unterscheidet von einem Dokumentarfilm und einem Propagandafilm. Denn wenn es ein Propagandafilm, was viele behaupten wäre, dann hätte durch einen Kommentator das die Bedeutung und der Wert dieser Veranstaltungen erklärt werden müssen. Das ist nicht der Fall. The looming close-ups of Hitler in this film were the first that the German people had ever seen. Das war gar nicht sehr schwierig, denn der Hitler hat sich davon gar nicht beeinflussen lassen oder beeindrucken lassen. Er konnte um ihn herum tanzen, wie er wollte. Sie haben sogar Schienen gelegt um ihn herum, ja? Ja, das war eine Idee. Schauen Sie, ich hatte drei oder vier Reden von Hitler aufzunehmen. Wie konnte ich es machen, dass jede Rede anders wirkt, dass sie sich nicht wiederholt? Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht das groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Sehen Sie den Fahrstuhl dort? Das war damals ganz schwierig, die Erlaubnis zu bekommen. Ich gehe noch mal zurück. Da, die Erlaubnis zu bekommen, an der Fahnenstange diesen winzigen kleinen Fahrstuhl einzubauen. Aber es hatte eine gute Wirkung. Was im Schnitt auch auffällt, ist dieser Kontrast zwischen diesen gigantischen Menschenmassen und einer Einzelperson, eben Hitler. Ist es ein bewusstes Prinzip? Na, es gab gar nichts anderes. Es gab hier nur diese zwei Motive. Es gab den Hitler und das Volk. War das nicht zum Beispiel sehr schwierig? Sie sagen ja, Sie haben von Politik
keine Ahnung gehabt, denn es lauter politische Reden zu kürzen und zu schneiden. Ja, das ist doch gar, hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Das ist eine technische Sache. Wenn ich eine Rede habe von 2 Stunden, unabhängig, was der Inhalt ist, ob er über Bäume, Fische oder Politik redet, und die Rede muss auf 5 Minuten gekürzt werden, dann wird jeder Kötter Ihnen das, was er rausschneiden kann, rausnehmen. Die Rede muss einen Anfang haben, muss ein Ende haben, das ist vorgegeben. In der Mitte irgend 2, 3 Sätze, die wichtig sind, und das andere muss eben rausgeschnitten werden. Was ist wichtig? Das ist doch völlig logisch. Ich sage ja, ein Anfang, der wirklich da war, und ein Ende. Und ja, in der Mitte irgendetwas, da zum Beispiel, wo die Leute am meisten begeistert waren. Nicht? Das kann jeder Kötter doch machen, das ist doch gar kein Problem. Also nach dem Applaus gerichtet oder so? Ja, nach der Wirkung, auch nach dem Ausdruck. Es ist zum Beispiel, wenn Sie Kötter sind und Sie haben da die Möglichkeit, von Hitler rauszuschneiden, wie er sich die Nase putzt oder wie er hustet, dann werden Sie lieber diese Sachen nicht nehmen, sondern da, wo er einen Ausdruck hat, der irgendwie, sagen wir mal, interessanter ist. Das ist doch klar. Ein Kötter muss finden, welche Momente wirken am besten. Das hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun, denn die Rede hat ja sowieso immer ein Thema nur gehabt. Ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter. Den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. Nun waren die Parteitage selbst eine großartige Inszenierung, auch heute noch. Waren Sie da als Regisseurin beteiligt oder wer hat das entworfen? Da muss ich aber lachen. Wieso sollte ich daran beteiligt sein? Ich war ja nicht einmal Parteimitglied. Ich war auch kein Architekt. Wie kommen Sie darauf, dass ich daran beteiligt sein sollte? Aber das war doch großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts, hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. Unser deutsches Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Kommen diese Masseninszenierungen, die ja teilweise wie eine Wagner-Oper aussehen. Aber diese Masseninszenierungen gibt es doch auch in Moskau, die gibt es doch auch in Peking. Haben Sie die gesehen, nicht diese tollen Massensachen, die Sie gemacht haben jetzt vor einigen Monaten in Peking oder in Korea? Das ist doch gar nichts Neues, das gibt es doch überall. Die waren doch gewaltig, diese Vorbeimärsche, die waren viel grandioser wie die im Triumph des Friedens. Also die ganzen Waffen vorbeimarschiert, die ganzen Raketen wurden vorbeimarschiert, die Tribünen waren mit hunderte von roten Tüchern geschmückt. Das war doch alles noch viel gigantischer. Das sollte so aufgenommen werden, wie ein Künstler es sieht und nicht wie ein Politiker es sieht. Das war es ja gerade. Hitler wollte ja keinen politischen Film. Er wollte einen künstlerischen Film und es ist scheinbar geworden. Ich wusste es gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich ihn nicht machen wollte, lag es nicht daran aus politischen Gründen, sondern weil ich mir das überhaupt nicht zugetraut habe. Eine fast unlösbare Aufgabe. Trotzdem hat man Ihnen doch nachher vorgeworfen, dass Sie mit diesem Film eine Verführerin geworden sind.
Naja, es gibt ein paar Dummköpfe, die sowas sagen. Da kann ich nichts anderes sagen, dass ich finde es ausgesprochen blöde. Denn hätte ich es ja inszenieren müssen. Dann hätte ich der Hitler sein müssen. Oder dann hätte ich diese Menschen dahinstellen müssen. Künstler, der Filme macht, eine enorme Breitenwirkung hat, vor allem damals, als es weder Fernsehen noch Radio gab. Ja. Und hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung? Ja, welche sollte ich denn haben? Es war doch damals so, dass 90% von Hitler begeistert waren. Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Und sollte ich zu diesen wenigen gehören, oder wie meinen Sie das? Nein, ich meine, weil Sie sagen, Politik hat Sie nicht interessiert. Nee, überhaupt nicht. Das war für mich auch nicht Politik, der Film. Das war eine Veranstaltung. Sie sagen, ich hätte Sie genau, nein, ich hätte das genauso aufgenommen in Moskau, wenn ich es hätte müssen. Nicht gerne, aber müssen wäre es genauso geworden. Oder in Amerika, wenn da vielleicht irgendetwas anders stattgefunden hätte. Ich habe die Materie, die Motive so gut als möglich fotografiert und filmisch gestaltet. Ob das nun Politik war oder ob es über Gemüse gab oder über Obst gab, das war mir ganz wurscht. Das war eine, ich verstehe das gar nicht. Wenn ich Politik, dann wäre ich ja ein Parteimitglied gewesen. Da hätte ich mich doch für Partie, wie sagt man, interessiert. Für die Politik. Frage war anders gemeint. Aber ich war ja überhaupt nicht in keiner einzigen Veranstaltung jemals drin gewesen. Ich habe auch alle Angebote, andere Filme zu machen, politische Filme, habe ich sehr sämtlich abgelehnt, habe nie einen gemacht. Die Frage ist ja ein bisschen eine andere. Wenn man in Medien arbeitet, müsste man sich da nicht eigentlich politisch interessieren? Ja, vielleicht in der heutigen Zeit schon. Damals nicht. Und wenn es damals, wer hätte es denn gemacht? Die waren doch alle begeistert. Wie würden Sie sich heute zum Beispiel politisch als Künstler verantwortlich fühlen? Wie könnten Sie mir das erklären? Dass der Künstler, wenn er etwas schafft, sich vielleicht fragt, was mit dem geschieht, was er macht. Also, was ist nun mit diesen Künstlern? Oder wie soll man über diese Künstler urteilen, die zum Beispiel zur Zeit Stalins Filme gemacht haben, wie Eisenstein, Podowkin und so weiter? Was soll man zu den Künstlern sagen, die in der DDR Filme, auch gute Filme gemacht haben? Und was soll man zu den Künstlern sagen, die im Dritten Reich gute Filme gemacht haben? Was heißt da politisch verantwortlich? Sind die alle politisch verantwortlich? Und wenn ja, für wen zum Beispiel? Wie könnten Sie heute zum Beispiel wissen, wer politisch eine richtige Zukunft uns sichert? Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Und noch etwas muss ich dazu sagen. Ein Künstler, der sich voll und ganz seiner Aufgabe widmet, kann gar nicht politisch denken. Und das ist bei einem Künstler, oder alle Künstler in der Vergangenheit, die Großes geschaffen haben, eigentlich fast nie der Fall. Ob sie nun von Michelangelo oder Rodin oder Rubens oder die Impressionisten nehmen, diese Leute haben alle
glaube ich, keine Zeit oder kein Gefühl gehabt für die Politik. Und wenn, hätten sie ja auch nicht gewusst, was kommt. Sie haben mich auch gefragt, ich will gleich weiter sagen, ob der Film Triumph des Willens eine Botschaft hatte. Also bei der Arbeit selber habe ich natürlich solche Gedanken überhaupt nicht gehabt. Aber als ich den Film geschnitten habe, habe ich schon herausgefunden, dass da eine gewisse Botschaft drin ist. Die können Sie im Film finden. Und zwar einmal die Beschaffung der Arbeitsplätze, siehe den Komplex Arbeitsdienst, und vor allem die Kongressreden von Hess, wo er sagt: Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Damals haben wir das als eine Botschaft empfunden, Friede, Friede. Und das ist im Film immer der Fall. Andere politische Motive oder Ziele sind nicht erwähnt. Es ist nicht von Antisemitismus die Rede, es ist nicht von der Rassenlehre die Rede, nur von Arbeit und Frieden. Das sind die Botschaften im Film Triumph des Willens. Es gab Filme mit viel mehr Hakenkreuzfahnen, voll von Hakenkreuzfahnen und anderen Tendenzen, politischen. Triumph hatte eben gar keine. Und darum habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich habe etwas getan, was irgendeinen Schaden anrichten konnte. Und wenn das drin gewesen wäre, dann hätte der Film nie von den Franzosen 2 Jahre vor Kriegsausbruch die Goldmedaille bekommen. Der Nationale Filmpreis 1934-35 wurde Leni Riefenstahl für den Film vom Reichsparteitag in Nürnberg Triumph des Willens zuerkannt. Dieser Film stellt eine ganz große Leistung im gesamtfilmischen Schaffen des Jahres dar. Er ist zeitnah, weil er die Zeit darstellt. Er bringt in monumentalen, nie gesehenen Bildern das hinreißende Geschehen unseres politischen Lebens. Er ist die große filmische Vision des Führers, der hier zum ersten Male bildlich in nie gesehener Eindringlichkeit in die Erscheinung tritt. Dieser Film bedeutet ja, dass er, wenn Sie politisch sprechen, ganz im Sinne der damaligen Zeit war. Das heißt, 90% der Menschen, der Deutschen und ein großer Teil der Ausländer, haben damals an diesen Frieden, der da verkündet wurde, geglaubt. Wenn Sie jetzt mit dem Abstand der Zeit Triumph des Willens sehen, Sie sind sicher einerseits stolz, ihn gemacht zu haben, andererseits hat er doch dazu beigetragen, dass die zweite Lebenshälfte sehr, sehr schwierig wurde bei Ihnen. Wie sehen Sie denn jetzt? Also einmal war ich nie stolz, auch heute nicht, früher nicht. Stolz worauf? Für diese Schinderei, die ich da hatte, für diese Arbeit. Das war entsetzlich, ich bin fast draufgegangen, gesundheitlich, beim Schneiden dieses Films. Und was habe ich davon gehabt? Der Film ist zwar, gilt zwar als sehr gut Dokumentarfilm, hat mir aber doch nur Schäde eingebracht. Er wurde als Propaganda, nach dem Krieg als Schäde. Vor dem Krieg natürlich hat er ja noch alle internationalen Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel die Goldmedaille in Paris und auf der Biennale die Goldmedaille. Aber nach dem Krieg habe ich nicht nur Schäde bekommen, sondern wurde ich gegeißelt wegen dieses Films. Also kann ich nicht stolz darauf sein, sondern ich bin ganz todunglücklich, dass ich ihn gemacht habe. Wenn ich gewusst hätte, was der Film mir einbringt, hätte ich ihn nie gemacht. Half a century later, the terrible legacy of the Nazis is still being digested in Germany.
After the war, Leni Riefenstahl, the obsessed and politically blinkered filmmaker, was boycotted and universally despised. To this day, she has not been able to make another film. That is the price she has had to pay for her brilliant career under the Nazis. Diese Aufnahme gehört zu meinen Lieblingsaufnahmen, denn dieser Effekt hebt das hervor, sagen wir, das Feierliche. Dadurch, dass das mit einer großen Tele aufgenommen wurde und die Fahnen so zusammengestellt sind. Und jetzt kommt gleich wieder etwas Interessantes. Das ist die Wirkung der Fahrstuhlaufnahme. Und jetzt schwenkt die Kamera auf die eine Seite nach rechts und dann schwenkt die Kamera auf die andere Seite nach links. Und diese beiden Einstellungen ergeben die Form eines Kreises und wirken dadurch sehr gewaltig. Hier überschneiden sich die Fahnenreihen. Das war möglich durch die verschiedenen Kameraeinstellungen. Und im Schnitt her ist es etwas tänzerisch nach einem Rhythmus gemacht, genau nach der Musik geschnitten. Das sind die Fahnen vom Stahlhelm. Es gab damals verschiedene Formationen, die da vorbeimarschiert sind. Die Veranstaltung war die vom Luther. Ist auch interessant, wie die Treppen da runtergehen. Today, Triumph of the Will remains under lock and key in Germany. People are still afraid to examine the film seriously. Can a film really be that dangerous? Or is it too vivid a reminder of something that many would prefer to forget? In 1936, Leni Riefenstahl made the official film of the Olympic Games in Berlin. After the war, this documentary was listed in America as one of the world's 10 best films. Als ich mir überlegte, ob ich den Film machen könnte oder nicht, ob es interessant werden könnte, hatte ich sofort das Bild der alten olympischen Kampfstätten vor mir, der griechischen Antike. Und nicht nur die Stellen, sondern die ganze griechische damalige Kultur, die Tempel, die Plastiken. Übergang von der Antike zur Gegenwart. Es war so dramaturgisch, so wunderbar, dass das einfach erleichterte, anstatt einer Handlung das optisch zu gestalten.
Riefenstahl was to direct the entire film, even the sports sequences. Athlete models freeze by the Baltic for Riefenstahl's camera. Under Riefenstahl's direction, the athletes were turned from ordinary mortals into sporting gods. Wie haben Sie sich denn vorbereitet? Ja, indem ich vor allen Dingen Kameraleute ausbildete. Denn es hängt doch alles von der Qualität der Kameraleute an. Und ich hatte 4, 5 junge Leute, mit denen ich monatelang trainiert habe bei Leichtathletikfesten, Fußballspielen und so weiter, mit oft ohne Material. Einfach das, die Bewegung der Kamera, das, die schnelle Reaktion, die notwendig war. Never before had so much been spent on preparing and filming a documentary. Officially, Riefenstahl had received the assignment from the Olympic Committee. But it was the German Ministry of Propaganda which actually provided the funds through indirect channels. Despite the economic problems of the time, the resources put at the director's disposal were almost unlimited. For the first time in many years, Riefenstahl is reunited with 2 of her old cameramen. Walter Frenz on the right was an expert in handheld camera. On the left is Gutzi Lantzner. Ja, ich will dir was sagen. Tauchen kann ich noch. Aber den Film, den ich damals gemacht habe, den könnte ich nicht mehr machen. Das wäre doch zu anstrengend geworden. Das glaube ich. Das war doch eine irre Arbeit damals. Jeden Tag in die Nacht hinein arbeiten. Das geht ja nicht mehr. Ja, das ist schön. Schau mal, wie damals, kannst du dich noch erinnern, Gutzi, wie wir die Plätze gesucht haben für ja einen guten Standpunkt? Aus einem ganz leeren Stadion haben wir ein Filmstudio ja gemacht. Many technical innovations were tried out in Olympiad. It was the first film in which pits were dug so that the athletes could be filmed against the sky. Um jede Grube haben wir kämpfen müssen. Ja, und vor allem du warst, die dann letzten Endes das genaue Auge hatte, um richtig zu sagen, ja, kommt es einen halben Meter weiter rechts oder einen halben Meter weiter links. Riefenstahl now had the full scope to apply the lessons she had learned from Arnold Fanck, her great mentor. Unsere schönste Idee, eine, die ihr hattet, ich glaube, du hattest sie, war das Katapult. Wir hatten da eine Bahn gebaut, ja, mit einem Katapult, das mitgehen sollte mit den Läufern. Ja? Mhm. Es war fantastisch. Und dann wurde es uns verboten. Wir konnten es nicht benutzen. Ach, ja, wie sie. So gab es eine Menge neue Ideen. Ja. Ganz besonders war ja auch damals wichtig, die Grube für den Stabhochsprung. Ja. Weißt du? Die war mitten, also links, etwas im Feld. Ja, und wir konnten das alles hier gegen diese olympische Flamme aufnehmen. Das ja gab diese herrlichen Bilder. She was later reproached for many of the images pioneered in Olympiad. Her critics felt that the cult of the body beautiful, Riefenstahl's obsession with strength and athletic perfection, were unmistakably fascist. The same was later said of her photographs of Nuba tribesmen. Und dann war es wichtig damals, dass jeder Kameramann eine andere Optik und eine andere Kamera hatte. Ja. Du hattest eine, manchmal eine
Bell und Taul und Sinclair auch. Ja. Und du hattest Bell und Taul. Ja, die hatte zwei Geschwindigkeitsmöglichkeiten, die normale mit 24 Bilder und bis zu 48 Bilder. Und das war bei Sprüngen zum Beispiel ganz wichtig. Wunderbar. Weil der Körper ja viel genauer gesehen und wurde. Und zum ersten Mal. Schöner die Bewegung. Erlebnis, ne? Ja. Dann hatten wir eine Steigerung durch die Ascania, wo eine extra Optik für uns angefertigt wurde. Ja. Die 600er Tele, damals gab es das ja noch nicht, wo der Herr Scheib nur diese wunderbaren Großaufnahmen gemacht hat. Kannst du dich erinnern? Durften ja nicht nah an die Läufe herangehen. Ja, aber das so konnte man Porträts und alles Mögliche alles machen. Es liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Osendorp kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel, Sieger im 100-Meter-Lauf. Und noch etwas fällt mir ein, der Ballon. Könnt ihr euch erinnern? Oh, ja. Wir haben doch in der Mitte jeden Tag einen Luftballon mit einer winzig kleinen 5-Meter-Kamera losgelassen, um eine totale aus der Luft zu kriegen. Und was passiert ist, jeden Tag ist der Ballon woanders gelandet, auf Dächern und so, aber keine Aufnahme war verwendbar, alles hat gewackelt. Anyone finding this camera would discover a little note in it, asking them to return it to the Leni Riefenstahl production team. In Grünau mit dem Ballon, die Ruderregatta von oben gemacht. Ja. Und die Regatta war noch nicht zu Ende, da ging der Ballon schon runter. Ich habe geweint. Ich kann mich erinnern, es war schrecklich. There was nothing they did not try out. And many of these experiments have become standard practice in film production. A break in the shoot. Leni and her old campaigners stop for coffee. Nein, nein, ich habe hier so viele Argumente. Ich sage, wissen Sie, wenn Churchill noch 1935 gesagt hat, ich beneide Deutschland um seinen Führer, wieso sollte ich klüger als Churchill gewesen sein? Selbst der hat es gesagt. Nicht? 2 Jahre später hat er gesagt, erst muss das deutsche Schwein geschlachtet werden. Sie haben die richtige Länge, Sie nehmen wir. Dann warst du schon eingeführt, aber auch, weil du ja mit Ribbentrop vor dem Krieg nach Moskau mitgeflogen bist. Mit ach so. Den beiden Kopien, wo Stalin einen Brief geschrieben hat. Riefenstahl refuses to get drawn into a political discussion about the Olympics film on camera. At the time, she says, all that mattered to her was the aesthetics of film. Ich hatte zwar 30 Kameraleute, aber nicht hier im Stadion, denn es waren ja auch Schwimmkämpfe und in Grünau waren Kämpfe, in Kiel gab es Kämpfe, auf dem Maifeld gab es Kämpfe, in den Hallen. Es waren also die Kameraleute verteilt. Much of what is now normal practice in an age of electronic live reporting was first tried out then by Leni Riefenstahl. In Olympiad, she set new standards for filming sporting events and went far beyond the traditional bounds of the sports documentary. Nothing was left to chance. Dramatic scenes which her crew could not get close enough to during the competition were filmed in advance during training and later spliced into the final footage. In this way, many of the documentary sequences achieved the dramatic impact of a feature film. Ich muss
muss sagen, je mehr es waren, umso schwieriger war die Arbeit. Denn ich musste ja jedem Einzigen seine Aufgabe zuteilen. Das konnte ich immer nur nachts machen, wenn die Arbeiten am Tage vorbei waren. Da haben wir eine Regiebesprechung gehabt. Und jeder Einzelne hatte gerade 5 Minuten Zeit, mit mir zu sprechen, bekam seine Aufgabe zugewiesen, je nach seinem Können. The logistics of the operation were remarkable. They had no walkie-talkies or talkback. Riefenstahl planned the entire shoot like a military campaign. Every camera angle was deliberate and coordinated. Ach, ich muss sagen, ich habe sie bewundert. Sie hat wirklich wahnsinnig viel vom Bild verstanden. Sie hat ein kolossales Auge gehabt und die Motive, die sie ausgewählt hat, waren eben wirkliche Motive. Und sie hat vieles durchgesetzt. Als wir beim Olympiafilm verboten bekamen, die große Grube, die wir ausheben ließen beim Stabhochsprung, um von unten mit der Kamera den Stabhochsprung gegen den Himmel zu bekommen, kam das Olympiakomitee und sagte, das geht nicht, da werden die Leute gefährdet, die Springer. Da sagte die Leni, da gehe ich mal hin. Sie ging ins Olympiakomitee und sagte, unser ganzer Film geht kaputt, wenn wir das nicht drehen dürfen. Und kam nach Hause abends zu uns und sagte, ah, wir dürfen drehen. Ich hab geheult. As a superbly organized sporting event, the Berlin Olympics gave the Nazis an opportunity to present Germany as a peaceful, tolerant and powerful nation. And it is natural to assume that Hitler would have welcomed the Games. Hitler war gar nicht erfreut, als er erfuhr, dass ich den Film machte. Denn Hitler war an der Olympiade überhaupt nicht interessiert. Er mochte sie gar nicht. Ich habe das selbst von ihm erfahren. Ist ja auch verständlich. Warum? Warum? Na, war denn Hitler von nie begeistert, wenn Schwarze siegen und wenn er vor seinen Augen diese internationalen Leute sieht, wo er so national eingestellt war? Weltrekord! Goldmedaille für Amerika! Es war doch eigentlich eine gute Gelegenheit, ein gewisses Deutschlandbild zu präsentieren dem Ausland gegenüber. Naja, könnte man meinen, aber Hitler war überhaupt nicht interessiert. Und es mussten ihn alle überreden, dass er überhaupt ins Stadion kommt. Das haben sie ihm gesagt, sie müssen immer kommen, dann werden die Deutschen mehr siegen. Aber er selber war gar nicht interessiert. Ihm hat doch das ganze Stadion nicht gefallen. Er fand das ganz viel zu klein und wenig, hat ihn architektonisch nicht gefallen. Sie können da alle Fragen, die noch am Leben sind, werden Ihnen das bestätigen, dass Hitler an den Spielen überhaupt nicht interessiert war. The result of all this complicated coverage was 250 miles of film. 400 Kilometer Film. Wie haben Sie diese Materialberge in den Griff bekommen? Ja, vor allen Dingen kann man gar nicht verstehen, warum wir so viel gedreht haben. Da muss man dran denken, dass es 136 verschiedene Sportarten gab. Und bei den Zwischenläufen der Leichtathletik wusste man ja nicht, ob ein Weltrekord gelaufen wird. Das heißt, man musste einfach alles aufnehmen. Und das gab diese Unmenge von Filmen.
Once again, Riefenstahl's legendary sense of order and impeccable planning enabled her and her team to keep a grasp on this vast project. Even so, the editing alone took 2 years. As always, she did it herself, obsessively editing and re-editing her film. Dieses kleine Gerät, Vitax-Gerät heißt es, eine Erfindung von Dr. Funk, hat es ermöglicht, dass man sehr schnell arbeiten kann. Einfach deshalb, weil man diese Filmstreifen, die hier hängen, nicht einspannen muss in diese Rollen, was sehr viel Zeit braucht, sondern einfach in dieses Gerät. Man nimmt den Film, tut ihn hier reinlegen und braucht ihn nur zuzuklappen. Und dann kann ich hier durchschauen und genau nach der Bewegung schneiden. Ganz genau. Und wenn die Szene mir nicht gefällt, wird sie einfach in den Korb gerollt. Oder stehe ich es mir um, falls sie doch noch in Frage kommt, und nehme mir eine von diesen Szenen heraus, vergleiche das mit dieser Szene und habe dadurch die Möglichkeit, ohne zu übertreiben, glaube ich, die 10-mal schneller arbeiten zu können. Natürlich eignet sich dieses System nur für Dokumentarfilme, nicht für Spielfilme, weil ja hier der Ton erst nachträglich gemacht wird. One of the most difficult sequences was the marathon, the ultimate test of sporting endurance. Once again, she used feature film techniques to capture the sweat and the pain. Ich habe eigentlich mir nur überlegt, wie kann ich 42 Kilometer Lauf so gestalten in kurzer Zeit, in wenigen Minuten, dass es spannend und interessant ist. Und da ist mir sehr schnell der Gedanke gekommen, dass ich das nicht damit erreichen kann, indem ich 42 Kilometer von einer Stelle zur anderen Filmaufnahmen mache, sondern als Höhepunkt den Zustand, den inneren Zustand des Marathonläufers versuche darzustellen. Und das konnte ich dadurch vielleicht zum Ausdruck bringen, indem ich die große Erschöpfung in seinem Gesicht zeigte, was er fühlte, wie seine Beine wie Blei wurden, dass er aber nicht zusammenbrach, sondern durch den Willen. Und der Wille, den konnte ich ja optisch nicht zeigen, den musste ich durch die Musik darstellen. Darum, wenn Sie darauf achten, ist in diesem Augenblick die Musik ganz peitschend. Die Musik drückt den Willen aus, er will nicht zusammenbrechen, er will das Stadion erreichen. Und die Kamera zeigt aber von oben genommen Aufnahmen, die wir im Training gemacht haben, die müden Beine, die fast am Asphalt klebten. Und dieser Gegensatz, dieser Zustand, der hat vielleicht den über die normale Reportage hinausgehoben. Mademoiselle Leni Riefenstahl, chargée d'une mission officielle, visite l'exposition.
La vedette du cinéma allemand veut bien répondre aux questions du reporter de Pathé Journal. Je sais que vous êtes à Paris sur l'invitation de la Tobis Berlin pour nous présenter votre film. Die Arbeit ist sehr schwer, aber ich bin sehr glücklich über meine Aufgabe. Sie wundern sich so spät. Alle Leute verstehen nicht, warum der Olympiafilm so spät kommt. Wir haben 400.000 Meter Material gedreht. Und das macht eine ganz wahnsinnige Arbeit, dieses Material zu sortieren, zu ordnen und daraus einen Film zu machen. Nur das Material anschauen, dazu brauchte ich 10 Wochen und habe jeden Tag 10 Stunden in der Vorführung gesessen. Gibt Ihnen das eine Vorstellung? Für das Turmspringen der Männer haben wir sehr viel experimentiert. Denn normalerweise war das ja damals langweilig, nur eine Aufnahme zu machen, wie der Springer runterspringt. Wir haben für diese Turmspringen 3 Kameras eingesetzt. Da oben stand Gutzi Lanschner mit einer Handkamera, während unten Hans Erkel mit der Unterwasserkamera stand. Und dort drüben war die Zeitlupe, sodass das Turmspringen von allen Seiten gefilmt werden konnte. Am interessantesten und das größte Experiment waren natürlich die Unterwasseraufnahmen, die zum ersten Mal gemacht worden sind. Erkel hatte sich schon eine Kamera konstruiert und saß im Wasser und hat den Springer von oben mitverfolgt, änderte im Augenblick, wo er in das Wasser kam, Zeitlupe, Distanz. Und außerdem die Belichtung, ging mit den Tauchern mit und kam wieder hoch. Noch einmal die Japanerin. Auch beim Schwimmen haben wir Experimente gemacht. Drüben bei diesem Wettschwimmen, da haben wir im Training, sind wir mit Gummibooten langsam vorgefahren, hatten einen Galgen, die Kamera rangehängt und so konnten wir ganz nah die Köpfe der Schwimmer bekommen, ihren Endkampf, obgleich es Training war, weil sie im Endkampf haben sie helfen. Higgins! Ildefonso! Heuke, Ito, der Endkampf. Ich habe eine Steigerung versucht, das heißt, ich habe ganz realistisch angefangen. Bei den Frauen springen erfährt man noch die Namen der Springerin. Bei den Männern habe ich das schon weggelassen und nur noch auf das Springen, auf die Bewegung geschnitten, weil das wirklich aussah, als wenn Vögel durch die Luft schwebten. Und das war natürlich so reizvoll, um das zu steigern, habe ich beim Schneiden her verschiedene Tempis angewendet. Also wenn Sie darauf achten, werden die ersten normal springen mit einem normalen Tempo. Und die nächsten Springer sind ein bisschen schon Zeitlupe. Zeitlupe ist zu viel, ein bisschen. Dann wieder etwas mehr und immer mehr, bis es immer mehr Zeitlupe wird. Das war aber noch nicht genug. Sie mussten also wirklich einen, sagen wir mal, wie Vögel wirken. Her creative editing techniques are seen to greatest artistic effect in the high diving. It's only when you disentangle her handiwork on an editing desk that you realize how some of the sequences were printed backwards and that the divers are actually springing out of the water, reversing through the air, and landing back on the springboard. Dadurch habe ich das erreicht, dass ich ab und zu eine Aufnahme umgekehrt eingeschnitten habe, dass der also nach oben ging, was man kaum bemerkte. Es hat nur die Bewegung verstärkt. Das ist also eine künstlerische Ausdrucksform gewesen. Musik.
The creative sports photography in Olympiad has rarely been bettered. To what extent, though, are these films an expression of the fascist spirit which prevailed in Germany at that time? Is Riefenstahl no more than an artist obsessed, blind to events outside her cutting room? The question remains unanswered. Today, aged 90, she still repeats what she has always said, that art and politics are two different things, that one has nothing to do with the other. The premiere of Olympiad took place on Hitler's 49th birthday. Immediately afterwards, she went on a European tour with her film. It was hailed everywhere as a triumphant success. Der Deutsche Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit, zuerkannt. April 1938, the premiere in Vienna. 18 months later, the Second World War broke out. Wiener werden alles dazu tun, um Ihnen den Aufenthalt sehr schön und feierlich zu machen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundlichen Willkommensworte und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich nach Wien kommen konnte und die Uraufführung in Wien miterleben kann. Seit 5 Jahren war ich nicht in Wien gewesen und es ist das erste Mal, seit ich, nachdem unser Führer die Macht ergriffen hat, hier sein darf. In November of that year, Germany witnessed the notorious Kristallnacht. The persecution of the Jews reached new extremes. But once again, Riefenstahl wasn't there to see it. It was on a boat sailing for New York that she first learned of the Kristallnacht. But her trip to Hollywood was a fiasco. The film industry, which included many German emigres, demanded a boycott. Ich habe das nicht geglaubt. Ich konnte das nicht glauben. Es war mir unmöglich, denn ich hatte in den Zeitungen so viel falsche Dinge über Deutschland gelesen, in den amerikanischen Zeitungen. Ich dachte, das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Und so habe ich gesagt, it's nothing true, what the American newspaper write about the Nazis. Ich konnte es nicht glauben. Dann stand ganz groß in der Presse in Amerika, wie ich in New York ankam, auf der einen Seite, die Synagogen brennen, Geschäfte werden geplündert, Juden werden verfolgt. Auf der anderen, Leni Riefenstahl hieß, it's nothing true, what the American newspaper write about the Nazi. Ich habe das wirklich geglaubt. Und wo ich hinkam und mich gefragt hat, habe ich gesagt, nein, das kann nicht wahr sein, das ist unmöglich. Jetzt werden Sie mich fragen, warum ich nicht weggegangen bin aus Deutschland. Ja, wissen Sie, ich liebte meine Heimat und weggegangen sind die Emigranten und die Leute, die verboten waren. Ich konnte arbeiten, ich war frei und ich hoffte, dass das nie wieder vorkommt. Und alle hofften das, dass das ein einmaliges Geschehen war. Jede wahre Kunst muss ihren Werken den Stempel des Schönen aufbringen. Alles Gesunde, aber allein ist richtig und natürlich. Alles Richtige und Natürliche ist damit schön. Es ist aber ebenso unsere Aufgabe, den Mut zur wahren Schönheit zu finden und uns nicht beirren zu lassen durch das teils alberne, teils unverschämte Geschwätz der Kadenten, die verraten, die es versuchen, das Natürliche und damit Schöne als Kitsch zu verrufen. Die Bilder, die ich dort sah, waren schrecklich, war Kitsch. War alles Kitsch. Ich habe kaum ein Bild gefunden, was mir gefallen hat. Ich war damals ganz enttäuscht, denn meine Liebe war die moderne Malerei, abgesehen davon von dem französischen Impressionisten von Cranach. Aber das, was die Nationalsozialisten als Kunst empfanden oder nannten oder bewunderten, das war für mich Kitsch. Und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ.
Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Ein Geruch von Fäulnis und Krankheit muss es umwittern. Es muss wieder natürlich, grotesk, pervers oder pathologisch sein. Diese Fieberfantasien unheilbar kranker Hirne wurden einst von jüdischen Kunsttheoretikern der deutschen Öffentlichkeit als höchste künstlerische Offenbarung aufgeredet. Surely speeches like this would have made any sensitive artist stop and ponder. After everything that had happened, it was the least one could expect. Hitler hielt eine Rede über Kunst und das stimmte nicht. Da habe ich mir gedacht, wenn er sich so irren kann in der Kunst und so überzeugt über Kunst spricht, so überzeugt, dass viele das glaubten, was er sagte, vielleicht irrt er sich auch in der Politik. Und ich bekam damals echte Zweifel und habe, das weiß ich ganz genau, von damals an alle Reden viel kritischer mir angehört, ohne dass ich damals eine Gegnerin wurde. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. In 1939, German troops marched into Poland. Riefenstahl is sent to the front as a war reporter. But on her first day there, she witnessed the brutal ill-treatment of Polish civilians. A photograph seems to testify to her horror. Riefenstahl made an official complaint to the Nazi general in charge and left Poland immediately. In August 1940, the German troops marched into Paris. The Blitzkrieg in the West was over. Riefenstahl sent a euphoric telegram to the Führer. Mein Führer, it is with indescribable joy, deep emotion and warm gratitude that we share your greatest and Germany's greatest victory. The entry of German troops into Paris. Your deeds exceed the power of human imagination. They are without equal in the history of mankind. How can we ever thank you? Simply to offer you my congratulations is an inadequate expression of the feelings that are stirred in me. Wissen Sie, damals habe ich nicht an die Truppen und wegen der Truppen und wegen des Sieges in Frankreich geschickt, sondern ganz Deutschland glaubte damals an ein Ende des Krieges. Wir waren in einem Taumel, in einem Freudentaumel. 3 Tage läuteten in Deutschland die Glocken, die Menschen auf den Straßen haben sich umarmt, geküsst. Alle glaubten, der schreckliche Krieg ist zu Ende. Und in dieser Stimmung, aus dieser Stimmung heraus habe ich auch ein begeistertes Telegramm an Hitler geschickt. However, there was no question of peace now. After Germany's attack on Russia, the conflict in Europe escalated and became a world war. But Riefenstahl has retreated to the mountains again. She had begun work on Tiefland, the lowlands, a film version of D'Albert's opera. Es war eigentlich eine Notlösung, weil ich mich, sagen wir mal, davor drücken wollte, Kriegsfilme machen zu müssen. Ich wollte keinen Kriegsfilm machen. Und Tiefland war ein neutrales Thema. Und da der Olympiafilm so viel Geld gebracht hatte, war ich vollkommen frei und hatte genügend Geld, um einen Film zu machen nach rein künstlerischen Perspektiven. Once again, Riefenstahl had an opportunity to dance. Set in Spain, the story tackled the social conflict between farmers and landowners. When the production was later moved to Bavaria, they needed characters who looked Mediterranean. Gypsies were brought in from a gypsy concentration camp near Salzburg to be used as extras. This is one of the main accusations
that continues to be leveled at Riefenstahl to this day. With Hitler's support at the beginning of the project, Riefenstahl was given as much foreign currency as she needed to start filming in Spain. But the production was dogged by misfortune. Es war eine Katastrophe von Anfang an. Es fing damit an, dass wir zuerst schon alle Motive in Spanien gesucht hatten und damit einen ganz billigen Film hätten machen können. Dann kam der Krieg und wir konnten nicht in Spanien bleiben. Unsere Leute sind mit der letzten Maschine gerade noch rausgekommen. Jetzt mussten wir diese ganzen Dekorationen bauen vor einem Gebirge. Das heißt, wir mussten in Bayern ein ganzes Dorf aufbauen. Das war so schwierig. Dann kam der Schnee, hat das Dorf kaputt gemacht. Es musste im nächsten Jahr wieder aufgebaut werden. Und dann war es kein kriegswichtiger Film. Wir bekamen kein Atelier. Wir mussten 2 Jahre warten. Hatten wir aufgebaut, die Bauten, mussten wir sie wieder abreißen, weil kriegswichtige Filme gemacht wurden. Viele dieser Bilder wirken ja wie Gemälde. Wie haben Sie diese Effekte erzielt? Ja, es war die Absicht für diesen Film, uns ganz aufs Optische zu konzentrieren, um die Schwarz-Weiß-Filmkunst zu erhalten. Denn damals war ja der Umbruch von Farbe zu Schwarz-Weiß. Und es wurde plötzlich alles in Farbe gedreht und kaum noch etwas in Schwarz-Weiß. Und da Schwarz-Weiß eine besondere Kunst ist, wie die Grafik, wollte ich einen Film machen, in dem man beweisen kann, dass man mit Schwarz-Weiß Effekte erzielen kann, die man nicht besser mit Farbe oder überhaupt nicht mit Farbe erreichen kann. Gott zum Gruß, Pedro. Grüß dich, Nando. Ach, bin ich froh, dass ich wieder oben bin. Kommst du vom Tiefland? Ja. Hab Mädels Hals geholt. Aber hier oben, Pedro, da fühle ich mich freier. Sehr viel mit Verlauffedern gearbeitet, mit Orangefedern. Damit, sehen Sie, diese Aufnahme, ich erinnere mich noch an diese Aufnahme, die war vielleicht abgeblendet. Auf 3,2. Nein, alles offen, ich glaube, das Tiefe reinkommt. Alles, ja. Nein, damit die Luft da ist, Atmosphäre. Ja. Also ich habe bei meinen Filmen immer darauf geachtet, dass die Männer, die Schauspieler oder Nicht-Schauspieler, eine andere Beleuchtung hatten als die Frauen. Eine, sagen wir mal, mehr Seitenlicht, um möglichst die Züge markant zu machen. Während bei den Frauen, normalerweise, wenn es sich um junge Frauen handelt, es wichtig ist, dass sie jung und schön erscheinen. Und da kann man mit derselben Beleuchtung an derselben Stelle eine Frau um 20 Jahre jünger oder älter machen, je nachdem, woher das Licht kommt. Ach, die schön. Wenn es sich um eine junge Frau handelt, die gut und schön aussehen soll, dann muss sie ein ganz weiches Vorderlicht haben,
überhaupt kein Seitenlicht, damit keine Markierungen im Gesicht sichtbar werden. Denn wirklich hübsch zu fotografieren sind eigentlich nur Babys, weil die überhaupt keine Falten haben. Aber jede Frau, die irgendwelche noch so leichte Falten hat, können stärker im Film erscheinen als in Wirklichkeit. Und darum ist es sehr wichtig, dass das Licht von vorne kommt. Zum Beispiel Marlene Dietrich, die hatte immer dieselbe Beleuchtung. Die hatte eine bestimmte Beleuchtung, da war die Lampe ganz oben. Da kam das Licht von oben und das gab hier Schatten rein. Das machte sie hier ganz schlank. Und eine andere Frau braucht wieder eine andere Beleuchtung. Was brauchen Sie für eine Beleuchtung? Meine Beleuchtung, ich brauche ein weiches Vorderlicht, auch ein bisschen von oben. Nicht so sehr wie bei der Marlene, weil ich ja nicht so mager sein aussehen möchte, ja. Aber ich bräuchte ein weiches Vorderlicht. Das ist mein Problem. Das machen wir erst, wenn ich sitze. An der ich will nur gucken, wie es kommt, was ich brauche, ob ich stärkeres oder mehr reflektieren brauche. Hell mal auf. Ja, ne, die ist hart. Die ist sehr hart. Geh lieber ein bisschen näher ran. Ja, aber es war besser, weil alles zu schwach. Geh lieber weg. Noch heute beeindruckt die intensive Atmosphäre der Schwarz-Weiß-Fotografie. Um das zu erreichen, diesen malerischen Stil, ist es notwendig, zuerst einmal ein Motiv zu suchen, was in der Komposition schon ein Bild ergibt, nicht irgendwo die Kamera hinstellen. Zweitens wird normalerweise, besonders bei Außenaufnahmen, stark abgeblendet, weil sehr viel Licht da ist. Das ergibt den Effekt, dass man keine Luft hat, keine Atmosphäre, es ist alles sehr scharf. Um trotzdem eine gewisse Realität zu haben und die Schärfe zu vermeiden, habe ich ganz starke dunkle Filter verwendet, um gar nicht abzublenden und das Licht durch Filter wegzunehmen. Dadurch habe ich diese malerische Wirkung, zum Teil auch durch Farbfilter. Also diese Hütte, die Sie hier sehen, die haben wir nicht gebaut und dann gefilmt, sondern wir haben erst das Motiv, das ganze Motiv gesucht, die Kamera hingestellt und dann die Hütte durch das Auge der Kamera aufgebaut, damit das ganz genau in dieser Komposition möglich ist. Und dadurch haben wir diesen harmonischen Effekt. Ja, Milch habe ich genug. Und als dann der Film beinahe fertig war, war das Kriegsende da und dann wurde alles nach Frankreich verschleppt. Und da lag dann das Material 10 Jahre und die Franzosen haben daran rumgeschnipselt und haben versucht, einen Film zu machen. Und da ging sehr viel Material verloren und dann brauchte ich mehrere Anwälte, um das Material überhaupt wiederzubekommen und dann das zusammenzusetzen. Das ist aber eine wirkliche Odyssee. While Riefenstahl was working on Tiefland, the war entered its final phase. As the bombs rained down on Berlin, Riefenstahl took her production company and set off for the Tyrol. She acquired a farmhouse at the foot of the Wilde Kaiser mountain near Kitzbühel, an idyllic refuge in the midst of total war. Here, she continued to edit Tiefland right to the final days of the war. Obsessed with her work, she claims hardly to have heard the Allied bombers flying over daily on their way to Berlin. At what point was her image of Hitler shattered? Es ist ganz zerbrochen, leider viel zu spät, erst gegen Ende des Krieges, als ich bemerkte, dass er nicht die Städte sich ansah, die zerbombten Städte, jede Nacht diese brennenden Städte und das Unglück. Und als er so weit ging, dass er sogar Volkssturm und Kinder einzog, da war ich entsetzt, da war das Bild total zerbrochen.
Wann haben Sie denn Hitler zum letzten Mal gesehen? Ich habe ihn zum letzten Mal nach meiner Kriegstrauung gesehen. Die war am 21. März 1944. Und da bekamen wir eine Einladung, mein Mann und ich, zum Berghof zu kommen. Und da habe ich ihn zum letzten Mal ganz kurz gesehen. Und da war er schon ganz abwesend und hat nur im Monolog gesprochen. Also da empfand ich ihn gar nicht mehr wie einen realistischen Menschen, sondern mehr wie einen Geist. The final battle for Berlin. By the beginning of 1945, it was all over for Germany. The country lay in ruins. First French and then American troops marched into the Tyrol, and Riefenstahl was arrested in Kitzbühel. Es war eine Zeit, die man gar nicht beschreiben kann. So traurig, so grausam. Alle Ideale waren zerbrochen. Man konnte das alles gar nicht begreifen. Es war ein Sturz. Ein fürchterlicher Absturz. Und dann erst in Dachau, im amerikanischen Hauptquartier, bei meinem ersten Verhör, zeigte man mir Bilder aus Konzentrationslagern. Vorher hatte ich nie so ein Bild oder etwas davon gehört. Das war so ein fürchterlicher Schock für mich, dass ich es gar nicht glauben konnte. Es war mir unmöglich zu glauben, dass so etwas Menschen möglich war und dass das tatsächlich auf Hitlers Befehl geschehen sein sollte. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich das alles glauben musste. Glauben konnte. Und damit zerbrach ich ja mein ganzes Leben bisher, denn ich hatte ja an Hitler geglaubt. Und das war so erschütternd, dass das Persönliche eigentlich alles in den Hintergrund trat. Entweder gab es nur noch zwei Möglichkeiten, mit dieser entsetzlichen Belastung und Schuld, die auf uns jetzt ruhte, zu leben oder zu sterben. Es war ein ständiger Kampf, leben oder sterben. This bloody struggle had so far cost 60 million human lives in Europe alone. Haben Sie eigentlich, nachdem Sie jetzt von den Verbrechen des Dritten Reichs erfahren haben, jemals nachträglich Ihr Werk anders gesehen? Anders habe ich es nicht gesehen. Ich war nur verzweifelt, dass ich in dieser Zeit gelebt habe und dass ich das erlebt habe. Ich sage mir mal, ich habe es insofern anders gesehen, dass wenn ich mich hineinversetzt habe in die Seelen der Opfer, dass es schrecklich war zu sehen, die Hakenkreuze und die SS und die SA und diese Menschen, von denen wir geglaubt haben, dass es eben keine Verbrecher sind. Das war der Zusammenbruch eigentlich für immer. Ich habe das nie überwunden, diese Schrecken, die ich damals erlebt habe. Auf der anderen Seite sagt man, sie ist eine Blinde, die nichts wissen will, die immer eine Nazi bleibt
Und dabei hat das alles mit meiner Person gar nichts zu tun. Ich war nie eine Nazi und will auch keine Nazi bleiben. Ich verurteile das alles, was geschehen ist, auf das Tiefste. Weil es nutzt ja gar nichts, man glaubt mir ja nicht. At the denazification trial in Freiburg, Leni Riefenstahl's connections with the National Socialists were scrutinized closely. Most of the witnesses who testified at the trial are still alive and continue to confirm the statements they made then. Riefenstahl's trial attracted huge attention from the world's press. Finally, the court declared that she could not be condemned as a Nazi, but classed as a sympathizer. The judges found no political activity in support of the Nazi regime that would justify punishment. There were many, however, who remembered Riefenstahl's prominent position in the Third Reich and were unhappy with the verdict. Es ist ja so leicht, wenn mal ein Rufmord ausgesprochen wird. Der wurde immer wieder gegen mich verwendet, Rufmorde. Man hat mir die unglaublichsten Sachen hat man mir angedichtet. Erstens war ich die Mätresse von Hitler, die Geliebte von Hitler oder von Goebbels oder von Göring oder von allen. Und ich habe Zigeuner aus einem KZ geholt, was ich nie getan habe. Es wurde alles geschrieben und behauptet und untermauert. Man hat also versucht, mich fertig zu machen. Vor allen Dingen, dass ich nicht mehr arbeiten sollte. After the war, for over 20 years, Riefenstahl lived alone with her mother in an attic in Munich. She was never to make another film. Despite this, she still receives fan mail from all over the world. For in the 1960s, she made a well-publicized comeback. In her travels, she had discovered a new continent and fresh inspiration in Africa. In 1962, Riefenstahl traveled to the southern Sudan to visit the Nuba, a remote community of around 100 tribes who had had little contact with the outside world. Her love of Africa had begun some years earlier when she visited Kenya to make a film about the modern-day slave trade. The film was called Black Cargo and was never finished. On her way back to Nairobi, Riefenstahl was involved in a major car crash and nearly killed. It was a grave setback, but she never lost her passion for the dark continent. Her first book of photographs of the Nuba was published in 1973. Sabang, jetzt pass auf. Gigi da, Jokai. Por. Por, Sagandu. Sagandu. Por. Jokai. Por. Bo. Por. Da, Jokai. Por. Bo, conocemos bo. Por. Targa? Ja, Targa. Targa. Wie hat denn Ihre Faszination für die Nubas begonnen? Durch ein Foto, ein einfaches Foto, das ich in einem alten Sternheft zufällig zu sehen bekam, als ich in Nairobi nach meinem Unfall dort im Hospital lag. Und dieses Bild, ich habe es immer hier an meinem Tisch, wenn ich mit den Nuba-Bildern arbeite, hat eigentlich mein Leben verändert. Denn es stellt zwei Ringkämpfer dar, Nuba genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe für meinen Film Die schwarze Fracht. Da brauchte ich solche Typen, fand sie aber nicht in China und Tansania. Die waren dort alle zierlich, auch die Maasai und die ganzen Stämme. Aber solche schwarzen Athleten, die ich für den Film brauchte, habe ich nicht getroffen. Und dann begann meine Suche danach. At the age of 60, Riefenstahl went to live alone with the Nuba for 8 months. Können Sie das kleine Bett erkennen, dieses Feldbett? Da habe ich monatelang
geschlafen, gelebt. Oben waren hunderte von wilden Hunden in den Zweigen. Und dort, so unglaubliches Film war, war ich sehr glücklich. Wrestlers from different tribes assemble to prepare for a wrestling festival. Funded by a friend, August Arnold, who ran a camera company in Munich, Riefenstahl took both photographs and film footage of the Nuba during her stay. Her Nuba footage has never been shown publicly before. But it was her Nuba photographs that brought her back to prominence. Die Fotos waren eigentlich für mich gar nicht so wichtig gewesen. Ich bin hingegangen, um die Menschen kennenzulernen und habe, wie ich es immer mache, wenn ich wo reise, ein paar Aufnahmen gemacht. Was mir gefiel, ihr Leben, wie sie sich bewegten, ihre Typen, ihre Gesichter, ihre kultischen Handlungen, das habe ich fotografiert, ohne damit zu rechnen, dass ich das jemals veröffentlichen werde. The Cereba, a herdsman's encampment. The young men would live in the Cereba encampment, cut off from the village, and prepare themselves for the traditional wrestling contests. The adolescents go through an initiation rite. Only then can they take part in the wrestling. As a mark of their membership of the Cereba, the young men cover themselves with ash and paint their bodies. The ash has a ritual significance. It is meant to give them strength and beauty. Die Nuba, die für mich ganz fremde Wesen waren und ich nie vorher gesehen hatte, überhaupt keine eingeborenen afrikanischen Völker kannte, überrascht mich durch ihren Charakter. Sie waren arm, hatten nur die Erde dort und ein bisschen Wasser und waren aber glücklich und hatten kein Misstrauen. Wir lernten uns schnell kennen über einige Worte und sie waren so mitfühlend und so fröhlich. Und ich habe mir gedacht, wie wenig braucht man im Leben, um glücklich zu sein. Und darum bin ich immer wieder zu ihnen zurückgekehrt und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Over 3,000 meters of film footage of the Nuba is stored in Leni Riefenstahl's basement. But the film about the Nuba, a pet project for so many years, has never been completed. It is true that some important material was destroyed during processing. But what prevents such an enthusiastic editor from cutting her own work? Just before setting off on her second Nuba expedition, Riefenstahl was to have a decisive encounter. She met Horst Kettner. 40 years her junior, he nevertheless became her companion, working and traveling with her, as he still does today. For the next Nuba expedition, Riefenstahl would be better equipped. Horst would be her cameraman. She had trained him herself in the course of her travels. Yeah!
wrestling festival among the Misaki Nuba. These Misaki Nuba wrestling festivals begin after first harvest in November and last until the end of March. The contests never end brutally. The wrestler who throws his opponent on his back wins. There is a referee to oversee the fair play. And 60 miles away is another tribe with very different customs and language. Das sind die Nuba von Kau. Sind auch Nuba, aber sie sind ganz anders. Schon im Wesen sind sie das Gegenteil von den Masaki Nuba. Sie sind sehr wild. Und nicht so friedlich wie die anderen Nuba. Es ist schwierig, mit ihnen zu arbeiten. Aber es lohnt sich, denn sie sind Künstler. Sie haben eine Begabung, die ich noch nie bei einem anderen Stamm gesehen habe. Sie können sich wunderbare Masken malen, wie Sie hier sehen. Eine interessanter als die andere, und zwar in kürzester Zeit, in 20 bis 30 Minuten. Welchen Zweck haben diese Masken? Nur um sich zu verschönern, um sich zu schmücken. Es ist ein Schmuck. Es gibt zwar einige kultische Symbole, Zeichen, die in manchen Masken erscheinen. Zum Beispiel, einige haben sehr betont die Augen. Sie wollen ihre Augen also auch größer machen. Und einige Linien bedeuten eigentlich stilisierte Zeichen von Gazellen und Tieren, die sie kennen. Es ist erstaunlich, nicht eine Maske ähnelt der anderen und sie wiederholen sich auch nie. Es reizt mich mehr, ein Motiv, das ästhetisch ist, als etwas, was hässlich ist. Das Negative, das macht mich nicht kreativ. Ich werde nur schöpferisch oder kreativ und habe nur Ideen, wenn es sich um etwas handelt, was begeistert oder worüber man begeistert sein könnte. Und das ist bei allen meinen Filmen der Fall. A dance ceremony of the Nuba of Kau. These ceremonies take place after the traditional knife contests. Only virgins are allowed to dance. The girls woo the fighters with their dancing. According to an American anthropologist, the Nuba consider their own bodies as the highest form of art, the body as a symbol of perfect beauty. Ist nicht nur, bei diesen Nuba sind nicht nur die Masken interessant, sondern auch ihre Frisuren. Da sehen Sie zum Beispiel hier diese Kerbe im Haar und hier bei diesem Nuba auch. Das bedeutet, das sind die Kaduma, die einzigen Männer, die kämpfen dürfen. Comparing her famous Nuba photographs with the mass of film footage,
it is easier to understand why her promised Nuba film never materialized. Working without professional cameramen and unable to dictate and influence all the action, Riefenstahl, the obsessive perfectionist, could not be in total control of the material and could not reach the aesthetic heights to which she aspired. Wie meinen Sie das speziell? Susan Sonntag? Zum Beispiel. Ja, ich kann nur sagen, es ist mir ein Rätsel, wie eine so intelligente Frau so einen Quatsch sagen kann. Denn ich habe diese Aufnahmen, die Nuba aufgenommen, wie sie leben, unbeobachtet, ungestellt. Was soll daran faschistisch sein? Das verstehe ich überhaupt nicht. Her involvement with the Nuba led once again to doubts about her intentions and the questioning of her aesthetics. The cult of the body beautiful, the celebration of masculine power and strength. Riefenstahl had heard these reproaches before. Das ist doch alles Quatsch. Wenn Sie leben unter so einem Naturvolk und haben eine Kamera bei sich und die Leute wollen sich gar nicht fotografieren lassen und Sie machen Aufnahmen allmählich, gewöhnen Sie sich ein bisschen daran, weil Sie sie kennen, aber es ist immer noch schwierig. Wieso hat das was mit Schönheit, Kraft zu tun? Ich habe sie doch nicht verändert, die Leute. Die sehen so aus. Das sind eben gesunde Menschen und es gibt da überhaupt keine kranken Menschen bei diesem Stamm. Und die alten Menschen, die sitzen in den dunklen Häusern, im Schatten, da haben wir sie gar nicht filmen können. Und die sich draußen bewegen, sind meistens jung und gesund und zufälligerweise sind auch schöne Menschen darunter. Aber ich habe sie ja nicht geschaffen, die hat ja der liebe Gott geschaffen. Sich jemals Gedanken gemacht, wie man faschistische Ästhetik überhaupt definieren könnte? Na, ich muss Ihnen sagen, ich verstehe das gar nicht. Ich kann mir überhaupt unter Faschismus überhaupt nichts vorstellen. Es sei denn, Hitlergröße oder faschistische Größe, die erhobene rechte Hand. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Bildästhetik nichts? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll überhaupt. In the 1970s, Riefenstahl discovered yet another refuge, far from the madding crowd, underwater. Ross, sei so gut und bring mir die Rolle mit den Haien, ja? Mit den Nahaufnahmen. Schau mal, wir haben eine Aufnahme, wo der Herbert den Fisch im Mund hat und der Hai ganz nah ihn wegnimmt. Die möchte ich gern haben. Ist die in der Rolle drin? Dieses Ding, das ist dann die. Da muss ich schauen, wo die andere. Da gibt es die Rolle 3 irgendwie. Sei so gut, ist wichtig. Thank you.
the age of 70, Riefenstahl passed her scuba diving test. In order to be allowed to take the test at all, she had to claim to be only 50. Since then, she has dived with Horst in some of the world's most spectacular underwater locations. She trained Horst to be her cameraman. Horst uses an underwater video camera that is protected by a casing designed by himself. They are now working on an ambitious underwater epic that will probably prove to be their last. Wer glaubst du denn, dass wir in dieser kurzen Zeit, wie lange können wir denn überhaupt unten bleiben? Wir werden maximal 20 Minuten sein. Dann müssen wir die Szenen alle bekommen, nicht? As always, Riefenstahl takes stills and supervises the lighting, while Horst operates the camera. At the age of 90, Riefenstahl is probably the oldest diver in the world. Her increasing concern about the threat to marine life has led her to become a member of Greenpeace. So sieht es besser aus. Okay, finish. Du, da ist keine Luft drin. Hast du bestimmt? Ja, ne? Das ist alles genug. Ja, ready. Schau doch. Yeah, ready. Okay. Jump. Thank you.
war toll. Ein herrlicher Tag. Ganz gut. Aha, jetzt kommt's ja wohl. Ja, schon kommen. Was hat das jetzt? Das kommt gleich sich aus. Ganz gut. Aber du hättest ein bisschen ruhiger die Kamera. Ja, ruhiger, weil der Strömung hat mich gezogen. Ich habe keinen Halt gehabt. Was soll ich denn machen? Ja, ja. Aber jetzt. Ja. Na ja, das geht jetzt. Leider Gottes, ja. Und dann die Sicht ist nicht die Sicht sehr gut. Ist nicht, was soll ich machen, ja. Schade, man müsste das eigentlich noch einmal machen. Bei guter Sicht. Ja, war ganz zu viel Planken drin heute, ja. Oh, das geht jetzt nicht, das ist jetzt brauchbar. Das geht sicher, geht. Das kann man ein bisschen korrigieren, dann kommt das noch. Jetzt muss ich dich loben, das ist wieder ein guter Moment gewesen. Das, da habe ich eine Fahrt, kann man morgen vielleicht mit dem Seitenlicht ein bisschen probieren, weißt du? Ja, weil du hast mir immer gesagt, ich soll weggehen mit der Lampe. Naja, aber mit der anderen Lampe, mit dem blauen Filter, weißt du dann. Ach so, ich wegen dem Rot. Ja, das ist immer ganz gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, gefällt mir sehr gut. Hier ist sie dunkel, als wenn es so wenig Licht hätte. Ja, ist mit Absicht. Ja, warum mit Absicht? Das ist zu dunkel. Weil ich sie hell und dunkel gemacht habe. Das ist dieser Moment. Hast du eben gesehen? Ja, gut. Ja, gut. Hm? Diving at the depth of 100 feet, they encounter a giant stingray. One touch of its tail would be lethal. Wirklich, das ist wirklich fantastisch. Haben wir Glück gehabt. Ja. Wenn du überlegst, wir haben 18 Jahre das nicht erlebt. Nein, 18 Jahre haben wir getaucht und es nie erlebt. Das ist doch die erste, oder ist das die zweite? Ja, das doch ist die unten da in dem Großen, der gefressen hat, der Große. Ja. Aha. Mountain heights and worldwide fame, Riefenstahl has descended in the twilight years of her life to a silent world beneath the ocean. It is no longer the noble human form that preoccupies her, but the exotic marine life of the underwater kingdom. Thank you.
from the public gaze is where she is happiest. But even here, she cannot escape the long shadows cast by her past. Ich habe den Eindruck, dieses Land hat immer darauf gewartet, dass sie in der Öffentlichkeit sagen, ich habe geirrt und es tut mir leid. Leid tun ist ja viel zu wenig, sehr viel zu wenig, aber ich kann mich ja nicht zerfleischen oder zerstören. Es ist so schrecklich, dass ich immerhin jetzt über ein halbes Jahrhundert gelitten habe. Und das wird auch nie aufhören, bis ich sterbe. Also das ist eine so wahnsinnige Bürde, da ist das Wort, zu wenig, das sagt zu wenig. Es tut mir leid. Verletzte sind nicht, wenn man in den Zeitungen immer wieder liest, sie seien eine unverbesserliche. Natürlich verletzt mich das und wie mich das verletzt. Das macht mich sehr, sehr traurig. Aber da das einfach nicht aufhört und immer wieder gesagt wird, muss ich damit leben. Und das ist schon ein so großer Schatten in meinem Leben, dass ich, wie Sie vorhin sagten, der Tod für mich eigentlich eine Erlösung ist. Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute erwarten von Ihnen ein Schuldbekenntnis. Ja, was verstehen Sie darunter? Wo liegt meine Schuld? Ich kann bedauern, ich bedauere, dass ich den Parteitag Film 34, den Triumph des Willens, gemacht habe. Ich bedauere, dass ich, ja, ich kann doch nicht bedauern, dass ich in der Zeit gelebt habe. Über meine Lippen ist nie ein antisemitisches Wort gekommen, auch nicht geschrieben. Ich war niemals antisemitisch und bin deshalb auch nicht in die Partei eingetreten. Also wo liegt denn meine Schuld? Sagen Sie mir doch das. Ich habe keine Atombomben geworfen. Ich habe niemanden verleugnet. Wo liegt denn meine Schuld?